Punkt 19 Uhr, da sind wir, wie ich hier gerade mit der Uhrzeit nicht getriggert werde. Schönen guten Abend. Passi, mein Schatz, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Einer. Wie man hier eben. Kannst du den Wecker mal bitte ausmachen? Computer. Stopp. Schön, dass ihr den im Discord immer hört, aber weder ich höre ihn im Headset, noch ist er im Stream zu hören. Ne? Wenn du mal meinen Stream, die VODs guckst. Welchen Wecker, wovon rennen die eigentlich? Ha? Ich habe gestern mal lauter gemacht, ne, VOD. Ich habe keinen Wecker gehört im Hintergrund. Keinen einzigen Wecker habe ich gehört. Du, abgesehen davon, ich weiß nicht, wann der Wecker bei dir angeht, deswegen sage ich es dir gleich. Ich schnee die Frau. Aus welche Karte möchtest du? Ach, nee. Wollen wir die Shinuma mal ausprobieren? Jetzt sind wir noch allein. Jetzt können wir testen und jederzeit aufhören. Okay. Ich bin ganz überzeugt. Let's go. Ich weiß, dass der Wecker heute durchklingt. Ja, sag ich ihm das. Sei ruhig, mach nichts Falsches draus. Ich mach nichts Falsches draus. So, Lademedium ist da. Doch, die neue Eventanzeige gefällt mir, nur kriegt da leider die Hamster nicht mit drin. Okay. Na, mal gucken. Ich lass mir da was einfallen mit der Hamstersse. Was cool war, wenn Hamster so von rechts reingerannt kommen und den Text über den Bildschirm schieben. Okay, jetzt hast du mich vor eine Mission gestellt. Frau Stacheldraht, schönen guten Abend. Bin da ich da. Hi, klar. Wie ist ja, weiter? Hi. Also können wir denn doch zu Cold War rüber, oder was? Rein theoretisch könnten wir das ja. Okay. Wir können auch hier in Wenger bleiben. Mir ist aber das. Aber Zombies macht halt zu zweit nicht wirklich groß Sinn bei Cold War, finde ich. Wenn wir bitte was spielen, macht alles Sinn. Selbst die Sachen, die keinen Sinn machen. Wow. Was? Das war ein Kompliment an uns. Bitte, was ist los? So. Bin da. Er kratzt euch hier draußen vor der Team. So. Stachelchen, schönen guten Abend, Diesel. Guten Tag, Diesel. Hi. Na? Na, hast du ein neues Mikro? Du hast dich heute so anders an. Nee. Es ist so ein Zaubermikro. Das klingt jeden Tag irgendwie anders. Zaubermikro. Mal also, kommt dein Dialekt mehr vor, dann wieder weniger, dann hörst du dich teilweise an, als wenn du in der Badewanne sitzt und dein Mikro auf dem Fernsehturm stehen hast. Ah ja, mei, damit müssen wir leben. Es ist, nützt ja nichts. Was spielen wir jetzt? Vanguard oder? Da richte ich mich nach euch, Wir können auch zu Cold War rüber. Cold War wäre halt Zombies. Obi, Boosted E. Du mehr Lust hast. Mir ist das ganz gleich. Cold War, Zombies oder Vanguard? Wir können auch mal wieder eine Runde Cold War Zombies machen. Ich habe Cold War Zombies nur einmal kurz angezockt. Check. Okay, dann gehen wir zu Cold War Zombies rein, würde ich sagen. Lass dich sterben. Däumchen, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Warum isst du mich denn so an? Was ist jetzt los? Hey, Mama. Wen sie hier alle Mama nennt. Na gut, dann mach aus, dann nehmen wir rüber und du machst eine Cold War Lobby auf, weil da kenne ich mich nicht, überhaupt nicht aus. Okay. Na Mama, hol mal an. Aber ich glaube, was sie das mit dem Dialekt, das ist so eine Konzentrationssache. Sicher? Können wir hier jetzt rausziehen aus dem Spiel, oder? Ich bin draußen. Du stehst noch vor mir. Du stehst noch vor mir. Guck mal im Stream. Cold War schon drin. Guck mal im Stream, du stehst noch vor mir. Ja, ich sehe das. Ich bin schon bei Cold War drin. Ja, gut. Nicht du I, sondern das I von OP. Das I. Okay. Das waren jetzt zu. Ja. Wie geht's dir, meine Kleine? Wie geht's dir, Däumchen? Erzähl mal. Muss man die Musik leiser machen. Kinder erinnert mich dran. Aber an den Wecker kann sie denken, die Frau, weißt du? Mach mal die Musik leiser. Wow. Echt mal. Ich werde hier heute wieder nur getrollt und gemobbt von den Mädels, ne? Da, 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 da.
wenn ich dich gemobbt habe, mutierst du irgendwann zum Mobben, dann kann ich mit dir auf Arbeit wischen. Aber heute hat Moschel wenigstens wieder halbwegs gute Laune, ne? Ja, du hast. Ich habe zwar immer noch saumäßig Rückenschmerzen, aber es ist schon besser. Du bist immer noch krank, Däumchen. Werd doch mal langsam gesund, Mensch. Aber, ja, wie jeder, wie er verdient. Oh, Däumchen, das ist der war böse. Wie sie gerade zu Hause in ihrem Rolli sitzt und sich gerade wegpackt vor Lachen. Ich nehme gleich an, lass mal noch die Schäder fertig machen, weil sonst schießt es mir da wieder alles, bitte. Ja, alles gut, mach entspannt. Yay! Wieder, Opi, wieder. Schon wieder? Ach Gottchen, ey. Du bist wie Lodi, schrei doch nicht immer hier, Mensch. Ja, lass mal die Arme unten beim hier schreien, das ist... Bin im Bett, aber ich glaube, im Bett liegen tut dir auch mal ganz gut, ne? Im Gegensatz zum ganzen Tag im Rollstuhl sitzen, ich glaube, das tut dir... Ich glaube, ich ganz gut, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Däumchen. Däumchen, du sollst nicht hier schreien. Das ist gerade ein falscher Ansatz gewesen. Ist zwar ein Ansatz gewesen, aber der falsche. Wo haben wir denn jetzt hier, Schatzi? Da haben wir... Bla, ich höre nur Bla. Ach, sie ist schon wieder offline gestellt. Ich bin immer offline gestellt. Ich sollte doch dich einladen. Nein, du bist nicht immer offline gestellt. Als du mit dem Polen gespielt hast, warst du online. Ja, weil er mich nicht gefunden hat und ich erst beitreten konnte, als ich online gestellt war. Gratis-Bundle. Ihr habt beide eine Einladung. Ja, sofort. Ach komm, Schäder, macht mal weiter. Das gibt's ja nicht. Bla, ich höre nur bla, ich will sitzen. Und wenn ihr sitzen tust, beschwerst du dich, dass du nicht mehr sitzen kannst, Däumchen. Du musst dich ein bisschen entscheiden, meine Kleine. Du musst dich ein bisschen entscheiden. Er zeigt mir hier einen Gratis-Bundle an, aber ich hab keins. Das ist Korruption. Obi, Quizfrage. Wo ist der Trapezmuskel? Ja, im Körper ist er, das weiß ich. Trapez, war das nicht Arme? Arme oder Beine? Aber um dir das jetzt genau zu erklären, wo dieser Trapezmuskel sitzt, würde die vorhandene Streamzeit nicht ausreichen. Nein, ich weiß es nicht. Der Trapezmuskel, Mama, war der in den Armen oder war der in den Beinen? Trapez? Entscheidung, ich will alles und noch viel mehr. Ich will König von allen werden. Das ist ein Lied, das kenne ich. Ist im Rücken? Oh. Ja. Warte mal, ich google das jetzt. Ich war nah dran, Arme und Beine gehen vom Rücken aus. Also ich war nah dran. Also ich weiß ja nicht, wie du körperlich geformt bist. Das letzte Mal, wo ich dich im Arm hatte, sahst du anders aus. Deine Beine gehen von deinen Waden und Oberschenkel ab und die gehen von deiner Hüfte ab. Und die Hüfte geht vom Rücken ab. Waden und Oberschenkel sind nur ein Teil meiner Beine. Beine ist im Prinzip eine komplett... Ja, und wo Beine sitzen die dran? Die sitzen an der Hüfte. An der Hüfte. An der Hüfte. Ja, und die Hüfte geht vom Rücken aus. Lass ja, mich. M6 setzen. Was? Moment mal. Ja, guck mal, Frau kann mal das Spiel umstellen. Zack. Das hat sie nämlich noch nicht vorbereitet. Da brauchst du erst noch. Oh, was ist das denn? Oh, was ist denn? Was ist? Was ist los, Schatz? Ich weiß als Mann halt, wenn ich einfach mal die Fresse zu halten habe. Dieser Muskel ist für Arme zuständig und fürs Atmen und der macht bei mir Probleme. Oh, okay. Hashtag Bildungsstream. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das wusste ich natürlich tatsächlich noch nicht. Mein Skin sieht so cool aus in diesem Lila. Also bei mir sieht er richtig cool aus. Er sieht aus wie so eine Schmeißfliege. Die haben auch so einen Perlmutt-Effekt oben drauf. Lol. Na, du siehst aus wie eine Schmeißfliege. Schmeißfliege Tarnkleidung. Keine zwischen der ganzen Scheiße nicht immer auffallen. Keine Schmeißfliege, eine Schmeißfliege. Ja, mir egal. Ach so. Das ist doch. Ja. Herzlich willkommen hier, werden Sie geholfen. Gibt's auch was von Rad zu fahren? Gute Preise, gute Besserung. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Ja. Komm bitte, Schäder, schneller! 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 Schneller!
Ich habe Token verfügbar, 46 Stück an der Zahl. Bitte was? Was denn? Gönnst du nicht, oder alles was? Gut. Doch, ich gönn dir alles. Ich gönn dir alles, Schatz. Alles, was gut ist. Wo hat denn die alle her? Cloud. Im Internet. Ich glaube auch. Alles über Cloud. Ey, oh, das habe ich mir erlaubt. Leo. Ja, ja. Ach, schon wieder irgendein Katzensuchantrag gepostet, ey. Mein Gott, ey. Boah. Das ist alles so geklaut, ey, ja. Das ist alles gar nicht meines, ey, ja. Das ist alles so geklaut, ey, ja. Doch das ist nicht nur ganz alleine, ey, ja. Das ist alles so geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Der Blick. In dem Stream muss man sein ganzes Leben. In dem Stream muss man gute Nerven haben und gute Nerven beweisen. Tatsächlich. In dem Stream? Hier zwei Männer nebeneinander, legt der eine ein Messer. In jedem Stream, oder? Wenn du schon vor mir loslesen tust, eine Sekunde, dann lies bitte laut vor, dann spare ich mir das vorlesen. Nö, jetzt kannst du lesen. Jetzt will ich nicht mehr. Ich hab's ja schon gelesen. Warum sollte ich zweimal lesen? Dann lies bitte laut vor, weil du hast laut vorlesen angefangen. Jalla, Abfahrt. Und ich putze mir in der Zeit mal kurz die Brille. Stehen zwei Männer nebeneinander, legt der eine das Messer ab. Sagt der andere, ernsthaft? Sagt der, was? Sagt der andere, klar, das macht doch jeder. Der andere, ja, aber nicht im OP. Ja, den kenn ich. Legt der eine das Messer ab, ey. Lässt man einmal in seiner Berufslaufbahn was fallen und dann wird man gekündigt. Helga, 38, Hebamme. Bei mir kommen täglich 46 Opfer rein. Uwe, 46, Chirurg. Ich habe einen neuen Job, ich habe jetzt 500 Mann unter mir. Ich bin der Gärtner auf dem Friedhof. Aha. Aha. Das ist auch gut, ja? Und wir laufen täglich mehrere tausend Beeps hinterher. 24 Busfahrer. Und sowas muss man jeden Abend ertragen, Däumchen, ne? Und glaube nicht, dass wenn Passi am Wochenende bei mir ist, dass es dir besser wird. Nee, ganz im Gegenteil. Dann dreht es richtig auf. Genau, Schatz, gönn dir. Den Tag, wo Dovi so vor uns sitzt, ne? Den lobe ich mir. Dann kriegst du einen goldenen Kratzbaum von mir. Safe. Dann kriegst du einen goldenen Kratzbaum. Das ist alles nur geklaut und gestohlen und gezogen und geraubt. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Mama, wie lange dauert das noch? Ich hoffe gleich. Es ist 72%. Ich bin gleich durch. Okay. Okay, let's go. Drei Runden. Hast du die Schäde auch geklaut im Internet? Nö, nicht. Oh, da hinten hat eine große Maske eben geguckt. Da hat ein Kesper geguckt. Guck mal, da guckt mein Skin da hinten. Siehst du das? Also mein Emote. Siehst du das? Der Mützenmann da hinten? Ja. Guck auf dein Bild. Ihr müsst jetzt nur noch Streamfarbe haben. Das wäre jetzt Optimum. Wir müssen langsam anfangen, sonst dreht die Frau durch. Ich dreh schon in die Bitte alle. Stachelchen, Passi ist so wie so ein Atomkraftwerk, wo die Kühlung denn ausbleibt, ne? Wenn sie nicht hier spielen kann. So, das kann ich meines. Noch höher und die Katzen in der Nachbarschaft hocken da. Na, nicht übertreiben, Schatz, nicht übertreiben. Denk an die Zuschauer, bitte. Entschuldigung. Tut mir leid, Däumchen. Und alle, die jetzt echt Glasbrillengläser haben, vor Stream sitzen. Sprung. Ich glaube, du hast ja so eine Spider-App in deinem Stream. Nee, hab ich nicht. Ist gleich fertig. Also, ich will ja nicht angeben, aber ich habe in Zombies 47.278 Eliminierungen. Mhm. Okay.
Wieso fällt mir gerade TikTok ein? Hashtag, ich kann auch nichts. Du kannst ja auch nichts. Aha. Entschuldigung. Entschuldigung. Warte, komm, hol mir eben mal Popcorn. Auch dir einen wunderschönen guten Abend, Trafalgar Delo. Was hältst du davon, erst mit dem Namen zu sagen, bevor du reinkommst und gleich mit Fragen uns bombardierst? Was hältst du erstmal von dem Namen sagen? Würde ich persönlich komplett cool finden. Hat so Höflichkeit und so, weißt du, und Respekt und so zu tun. Mhm. Klingt nach Mythos, aber die gibt's heutzutage auch noch. Ja, ich weiß nicht, das ist so aus alter Zeit noch, so ein Überbleibsel. Ja, ja. Höflichkeit und so, ne? Excuse me, wir haben 2022, man sagt Hallo oder guten Abend. Grüß Gott. Nee, so fahr ich heute mit meinem Fahrstuhl nicht, Däumchen. So fahr ich heute nicht. Wenn er überhaupt mal fährt. Wow. 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 Der war mies. Beschreib mal, wenn wir denn vom Großeinkauf kommen, verstehst du, dann fährt das Ding nicht mehr. Super. Du, ich bin schneller oben. Ich habe zwar genauso wenig Luft wie du, wenn du oben ankommst, aber ich bin schneller oben. Ja, bin da. Ja. Der Ladfahrt, sagst du? Ja, Ladfahrt. Sowas von. Und außerdem steht ja auch im Stream-Titel auch drin, dass wir was spielen, beziehungsweise im Game-Tag was spielen. Aber na gut. Gibt halt immer Leute, die ihre Brille nicht geputzt haben. Ich hoffe, ich starte jetzt gerade das Richtige. Nee, hoffe ich auch für dich. Oh, diesmal hat Frau Stacheldraht Knicklichter dran, aber die sind nicht pink, die will ich nicht haben. Gibt es die Gürteltasche auch in groß? Ja. An mir wird nicht herumgespielt. Wenn ich guten Abend sage, wird hier auch nicht zum Mitspielen eingeladen, so leid wie es mir tut. Irgendwann lernt ihr das, dass man erstmal, wenn man in den Stream reinkommt, erstmal guten Abend oder Hallo schreibt. Das, irgendwann lernt ihr das alle mal. Das macht man in Real Life auch und das macht man auch im Online, wenn man online unterwegs ist. Das gehört einfach zum guten Ton. Also hier müsst ihr auf jeden Fall erstmal die Tore freikaufen. Ja, das weiß ich noch, das weiß ich noch. Ach, Däumchen. Du hast sowieso immer einen Ehrenplatz bei uns, das weißt du doch. Das sowieso. So. Drr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 r
Ja. Ah, doch, geht. Meep, meep. Oh Gott, es wird immer dunkler. Mama hat Angst. Ich hab die Stadt gefunden. Aber auch nur, weil ich euch hinterherlaufen bin. Am Anfang ist es ja alles noch entspannt, bis, glaub, Welle 9 oder so. Ah. Ist Welle 9, Welle 10 ist das echt noch entspannt. Hinten kommt der erst. Ah, ihr habt den. Oh nein, scheiße, ich hätte euch sagen sollen, dass ihr da nicht reinrennen sollt. Kann es sein, dass wir da nicht hinten reinrennen dürfen? Ich hab mal eine Sicherung aufgehoben, wofür die immer gut ist. Ja, wir müssen gleich den Strom anmachen, dann ist das auch alles ein bisschen heller. Vorschlag, HPE-Rolli, du stellst dich hinten drauf und ich gebe Gas und Hupe, alle Zombies, die weghüpfen dürfen, leben. Haha, Deal. Deal, Däumchen, oh, Deal. Ja, Mann. Aber ich glaube, die Zombies sind so behindert, die hüpfen nicht weg. Warte, nur schon wieder. Ich habe gerade einen ganz, ganz dummen Spruch auf Lager, aber den gebe ich jetzt nicht raus, der wäre echt asozial. Wozu den sage ich hier nach dem Stream. Wozu sind die Teddys hier? Welche? Die blauen Teddys hier. Oh, guck mal, ich kann nicht dann machen. Da können die Kisten hinwandern, da können die Mystery Chests hinwandern, da kannst du für 950 kaufen, dann hast du die Chance auf die Wunderwaffe. Ah, okay. Ich höre einen. Boah, ich kann ja mit euch das, ja, ich kann mit euch das Easter Egg machen. Machen wir aber erst später. Die Teddys sind für den nächsten Horrorfilm. Die Möglichkeit besteht? Nee, oben war eine Kiste, da kannst du freikaufen und je nachdem. Ich hab den U-Bahn wandert, freischaltet. Wenn dazu auf. Ja, perfekt. Den U-Bahn. Aber wir brauchen noch mehr Punkte, sonst kommen wir nicht weit. Insta-Kill. Was hab ich gesagt? U-Bahn! Naja, hast du aber noch überlebt, ne? Die ist aber feurig, ne? Ja, die brennen, da sind Zombies drin. Ach, schön. Wie gesagt, ich habe halt das Problem, dass ich nicht weiß, wann die kommen. Ich renne mal auf gut Glück jetzt hier durch. Man könnte auch links und rechts gucken. Ja, die kommen aber so schnell, sobald ich die dann sehe, kann ich nicht mehr rüberrennen. 3, 2, 1. Oh, irgendwas abknallen könnte ich auch. Ja, wie gesagt, du kriegst eine Minigun und dann rollen wir dich da durch die Gegend. Wo müssen wir hinpassen? Wir müssen jetzt warten, bis die nächsten Zombies kommen. Okay. Das wird bestimmt auch total süß aussehen. Sie in ihrem Rollstuhl mit so einer Minigun, dann hat sie mehr Vortrieb nach hinten durch den Rückstoß. Dann fahren wir halt rückwärts. Und schreit dabei, wow! Macht ja keinen Sinn, rückwärts fahren, wenn du da vorne schießt, macht ja gar keinen Sinn. Nein, dann nehme ich mir noch ein Sturmgewehr. Mhm. Und dann stelle ich mich hinten rauf und schieße in die andere Richtung, in die wir fahren. Dann sorgst du für Gegenschub und dann bleiben wir auf der Stelle stehen. Hä, wo ist der denn? Wer denn? Ja, der Zombie, der letzte von Welle 3. Ich weiß doch nicht. Der hat sich versteckt, der hat gar keinen Bock. Ich meine, irgendeiner war unten und lief da hinten im Gang rum. Warte mal. Da ist einer. Ja, dann töte ihn. Ja, der war's. Hab ihn gefunden. Sehr gut. Wie gesagt, es wird alles gleich noch heller, wenn dann. Wenn hier noch Leuchtezombie kommen, wird's hell. Nee, wenn der Strom an ist. Ach, stimmt, hier war einer mit Strom. In der Camp. Genau, dessen Mama hat gerade die erste Sicherung. Willst du sagen, dass vor der Camp ein Zombie sitzt? Räumchen. Ein Däumchen? Diese Geräusche, die diese Dinger machen. Aua! Hell! Atombombe, Entschuldigung! Ah! Na Obi, so alt und grau, das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Hallo? Kann mich gut hier halten, ja? Mama, kommst du mal bitte mit runter, du hast gerade am meisten Punkte, ich brauch dich mal. Aha. Ist hier gerade der Ton, dass die Züge kommen?
Nee, da war gerade einer. Vorher. Achso. Hinter mir ist irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Die Hunde. Schon wieder grüßen Alzheimer? So, Mama, du musst mal bitte hier aufmachen. Warten Sie. Lass dich zu uns kommen. Ich deck dir den Rücken. Deine Cam hängt bei mir. Ja, die hat sich tatsächlich gerade eingefroren. Danke für den Hinweis. Wo muss ich aufmachen? Das ist Gittertor, oder was? Ja. Ist offen. Danke. Das mit den Waffen aufbessern ist hier das Pack-a-Punch, ne? Also das heißt hier so. Das können wir aber leider auch gleich erst benutzen, wenn wir den Strom an haben und die Welle bekämpft haben. Ja. Ich muss mich gleich mal um die Cam kümmern, Mädels. Aha. Ja, dann komme ich mal eben zu dir, dass ich dich ein bisschen beschütze. Oh Gott, bitte lass mich nicht. Ich schätze. Nein, hier hinter dir. Komm wieder raus, komm zu mir. Oh. Und mit mir wollt ihr Horrorspiele spielen, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Nee. Nee. So, wir müssen Schatz hier kurz beschützen. Ja, Schatz, von den Eingang von den Zombies stehen zu bleiben, ist nicht gerade intelligent. Nee. Ja, stell dich da in die Ecke, genau. So. Die Cam haben wir aus. Halt mal die kurz aus. Hast du gestern diese Durcheinander mitgekriegt bei Devour, Frau Stacheldraht? Aber furchtbar. Ich war ganz kurz davor, einfach komplett alles auszumachen, ne? Was ist jetzt los da? Das ist kein Zombie in der Cam. Däumchen, das ist ein Joker. Ja, ich muss euch gleich mal wiederbeleben. Wir haben gerade dadurch, dass viele kommen, Probleme. Meinst du? Oder wir machen es einfach so. Ich habe aber auch keine Muni mehr, ne? Ja, Muni kannst du hier oben kaufen. So, Cam ist wieder da. Sehr gut. Huch. Schreiner. Hast du einen Aufnehmer? Hier, nimmt mal euch eine Rüstung, bitte. Einer von euch. Ich hab Rüstung, also ich kann da nichts aufnehmen. Ja, da liegt einer. Hat er? Ist das schon die Welle, oder? Jetzt ist die Welle gleich, einen Moment. Wir müssen erst den Stromer machen, dann müssen wir hinten zu den Seilwinden rennen. Und ja. Ich hatte recht, Schatz, alter Mann. Ja, sofort. Moment. Obwohl, wir machen oben den Weg auch auf. Dann sind wir schneller da. So, Mädels, ich bin weg. Viel Spaß beim Töten. Wartet mal bitte beide da. Ich komme gleich wieder. Ei, klar, Däumchen. Schön, dass du da warst. Erhol dich gut. Und werd schnell heile. Scheiße, kann ich alles von drinnen machen. Gute Nacht, Däumchen. Hi. Gute Besserung. Warum? Ich hab doch. Alter Verwalter, leck mich. Insta-Kill. Nehmen wir Insta-Kill. Hallo. In der Runde könnt ihr die sogar noch messern. Kommt ihr rüber? Mhm. Ihr beiden Süßen? Hallo. Der ist gerade rausgeplumpst. Tschüss, Omi, hat Däumchen gesagt. What, whom, to me? Ich weiß nicht, wen sie meint. Und ist dann das Pass hier rausgeflogen ist? Was hier ist rausgeflogen? Wo? Aus dem Discord. Hä? Was ist denn heute los? Gemacht. Die ist schon wieder im AFK-Channel verschoben. Irgendwie hat es heute so ein bisschen Discord-Probleme. Hä?
Ich träume halt sicher schlecht am Abend. Alter, aua, hell. Glaubst du, es merkt, dass er verschoben ist? Wie bitte? Ich glaube, sie merkt es nicht, dass er verschoben ist. Kann das sein? Das kann sein. Wieder rausgeflogen. Ja. Lalelu, ja, der Obi, das bist du. Einen guten Abend. Guten Abend, Cidi. Schön, dass du da bist. Ich geh mal kurz in die Discord-Einstellung rein. Ich schalte mal kurz das AFK aus. Aber ich war ja nicht AFK. Ich habe die ganze Zeit geredet. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich kann dir nicht sagen. So. Habe ich mal ausgeschaltet jetzt. Wow. Aua. Ich bin tot. Okay, ist auch down, okay. Was ist die? Ja, aber gleich nicht mehr. Gleich nicht mehr. Ich muss sie nur kurz auf eine Gerade holen. Dankeschön. Kein Problem. Was für eine Fresse am Boden? Hilfe! Hilfe? Oder auch nicht. Doch, vielleicht ein bisschen Hilfe kann ich brauchen. Ich habe keine Munition mehr. Ah, irgendjemand von euch hat Hirnfeule. Wo kann man jetzt seine Waffe verbessern? Ja, das schalten wir jetzt frei. Einen Moment. Okay. Oh, U-Bahn kommt. Ja, die U-Bahn ist uns gerade relativ egal. Hier ist eine Seilwinde. Da müssen wir hoch. Das ist creepy. Ja, jetzt sind wir auf dem anderen Teil vom Gelände. Ich mache hinten mal einmal das Teil aus, damit wir da auch durchkommen. So, ich zeige euch einmal, wo ihr eure... Oh, Schatz, ich glaube, Flammenwerfer. Ja. Oh, ich bin schon wieder da. Gibt's doch nicht, ey. Ach, wo hänge ich denn hier fest? Hä? Weiß es nicht. Okay, jetzt. Ich bin gleich da im Moment. Hä? Ist doch gar nichts zum Festhängen. Uff. Dü. Ich hol mir kurz was, damit ich es schneller wiederbeleben kann, dann bin ich da. Ja, mach in Ruhe. Ich hab leider nicht so ein Muted Envy wie in Wingard hier in Cold War, ne? Das merke ich. Hier rennt gerade ein Papa rum. Ja, ist. Ich weiß. Schatz, lauf, du hast gleich Geschwindigkeit. Das ist halt das Problem, wir brauchen eigentlich relativ schnell die Waffenverbesserung. Er kriegt ja keinen getötet. Wie schnell sind die denn hier oben in dem Zimmer? Uff. Ja, ist okay, ich brenne, ich weiß. Burnt. Sind viel zu schnell nah. Unglaublich. Und ich bin schon wieder da. Also das ist irgendwie voll zum Kotzen hier. Ja, das wird alles leichter, wenn man die Perks hat. Aber die Perks müssen wir halt erstmal freischalten, also die Waffendinger auch. Alter!
Gertruda. Uff. Hi, Mama. Ja, alles klein. Weil der metallene Fettsack Atom, einfach. Mama. Ah, Gott sei Dank. Hier es einfach hochhüpfen so kann. Alter. Da am besten erstmal auf die Arme feuern. Ich komm hoch zu dir. Mama, bleib du mal lieber hier unten. Maxine, schönen guten Abend. Keine Muni mehr. Schatz, versuch runterzukommen, so schnell wie möglich. Alter, ich bin schon wieder down. Aber was ist denn das für ein Rotz, wirklich? Aha. Ich krieg, mit meiner Waffe einfach nichts gerissen. Nee, ich auch nicht. Gar nicht möglich. Nee. Für einen Zombie brauche ich schon fast dreiviertel Magazin. Ja, ich auch. Das tut mir leid, Schatz, dass ich jetzt so lose. Alles gut, ist doch nicht schlimm, mein Gott. Nee, mich triggert das aber gerade selber, weil ich sonst nie so oft liege. Der innere Monk und so, weißt du? Aha. Dankeschön. Wow. Ich habe kaum noch Muni, also ich bin wirklich jetzt ein Opfer für alles, was da rumläuft. Ich bin schon wieder down. Macht so keinen Sinn. Nee, macht gar keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn, Schatz, da brauchst du ja hier lachen. wenn du dreiviertel Magazin für einen Zombie brauchst, dann kommst du hier nie weit. Ja, wir müssen halt eigentlich im Prinzip, das ist ja das, was ich meinte, wir müssen, bevor der Dicke kommt, müssen wir halt schon die Pack-a-Punch-Dinger kriegen. Jetzt vergessen, weil wir kriegen die Wellen einfach nicht mehr unter Kontrolle. So, eigentlich, oder? Ja doch, man kriegt den noch unter Kontrolle. Ich gehe jetzt halt auch hauptsächlich auf den. Und ich blick schon wieder. Wo ist denn der Dicke? Wo der ist war bei mir hier am Panzer. Am Haufen in der Mitte. Er läuft dir nach, Passi. Er läuft dir nach. Ja, das soll er ja auch. Okay. Ich will gerade alle ein wenig weglocken, damit ich zu euch komme. Okay, und ich spiele mal im Liegen weiter. Ich komme mal zu dir rüber, ich krabbel, dann stirbt es sich besser zu zweit. Merci. Wenn noch ein Zombie am Leben ist, nicht töten. Ja. Das ist, glaube ich, gerade unser kleinstes Problem, dass noch eins lebt. Ich lieg schon wieder. Nein, das tust du nicht. Verdammt. Oh Gott, da ist er wieder. Da ist er wieder. Wie zwölf. Ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht. Ja, Mama. Du hast ja auf mich abgesehen, ich tut ihm doch gar nichts. Ich guck doch nur doof. Und du hast ja auch keine Safe Zone, weißt du? Das ist das, was mich irritiert. Ich hab den großen gerade fast down. Ich hab einen Grafikbug, ich sehe meine Waffe nicht. Ich sehe mein Leben nicht? Ich hab meine Waffe nicht gesehen, eben. Ich hab mir meine neue Waffe geholt mit Perk 3 drauf. Mhm. Aber ich hab sie leider nicht gesehen und hab nicht gesehen, wo ich hinschieße. Kann einer von euch sich selbst wiederbeleben? Nee. Hä? Ah nein! Ah shit! Ja, wir liegen alle. Ja, warte. Ach shit, hätte ich das gewusst, ey. Ja, ich hatte eigentlich das. Komm her. Hi! War ganz schön wieder ein Dicker.
Ach nee, das ist noch. Ich sehe halt meine Waffe nicht und ich weiß nicht, was ich treffe. Ich bin tot. Ich sehe meine Waffe nicht. Was ist denn hier los? Hä? Ich bin ein wenig überfordert. Ist eine andere Karte auch noch? Die anderen Karten sind um einiges schwerer. Hier ist halt das Problem, du musst halt das erste bis zu diesem Pack-a-Punch musst du halt im Speedrun machen. Mhm. Das heißt, du musst im Prinzip alles durchkriegen, bis hinten zu den Maschinen kommen, dann da den Fight machen. Und sobald du diesen Fight hast, kannst du halt deine Waffe Pack-a-Punchen. Und sobald du Pack-a-Punch hast, deine Waffe ist mega stark. Wirklich. Mama, soll ich euch eine Waffe empfehlen, die ich im Zombie benutze? Aha. Die gut Schaden macht. Aha. Ist einmal die C58. Ist schon das Sturmgewehr. Warte mal. So. Ich glaube, mein Spiel hat sich aufgehangen. Ich glaube auch, Schatz. Ach, der ist schon wieder anstrengend mit CODA. Die C58 oder was? Genau, die C58, die ist echt gut im Zombies. Der folgende Anwendung ist ein Fehler aufgetreten beim Schließen. Die kann ich noch nicht spielen, was? Oder die FFA R1. Okay, die ist hier. Okay, ich bin gleich wieder da. Aha. Schatz. Ja. Ich dachte nicht, dass das so eskaliert ist. Entschuldigung. Dafür muss ich dich eigentlich nicht entschuldigen. Dafür muss ich dich entschuldigen. Aber ich werde euch jetzt mal kurz in den Pause-Screen schicken, weil Papa muss mal kurz unter den Tisch klettern, die Konsole entladen, weil die hat sich festgefressen, dank Cold War, wie immer bei Cold War. Diese Tankstelle wird mich wieder so ficken. Hey, Freund. Halt's Maul, Sascha. Ach Gott. Nee, Felix, da sind Unterschiede. Weißt du, was wir jetzt eiskalt machen? Schlumpi. See? Du kriegst jetzt einen netten Talk fürs Leben. So. Oh, Luft, Mann! Ich hoffe, er verreckt jetzt. Denn noch so ein paar Tütchen auf. Puschi, du kleiner Hund! Alter! Gut gemacht, Puschi, ich bin stolz auf dich. Juhu! Nochmal bitte. Puschi, du Arschloch! Wir brauchen Eisenstangen. Sascha ist wieder lieb. Halt dein Schnauzen. Noch nie, wir haben noch nie über 40 Euro bei Maggis ausgegeben. Noch nie. Schöni, bist du immer noch besoffen oder warum schreist du so? Entschuldigung. Oder ist es, weil du gestern nicht ran durftest, weil dein Frauchen da, die... Ach, ist ja auch egal. Ich hab nichts gesagt, Sündi, hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Aber wenn du ein Matrose bist, du weißt schon, dass Wikinger auch ins Rote Meer gestochen sind? Oh mein Gott, ich hab nichts gesagt, Sündi. Vergiss es. Ich hab nichts gesagt. Verzeih mir bitte. Uff. Drecksbacke, Alter. Und ich lauf der Granate genau in den Schoß, ne? Ja, wir haben gewonnen.
Uff. Du kommst doch wieder rein, Panda. Oder? Ich komm sofort, ja. Du brauchst jetzt hier nicht schon wieder lang dackeln. Such dir jetzt was anderes, du nervst. Shots fired, pin me down. Need backup, need backup. Fire in the hall. Fire in the hall. Fire in the hall. MIB has left the game. Der kam gerade random. Der kam gerade random. Hey, der hat gerade Freezy Party verlassen. Ja, ich weiß, deswegen sagte ich ja, er kam gerade so random. Deswegen hey, tschüss, muss los. Tschüss, Karo. Haus der Rinder bekennen. Was? Brudi, wo bist du? Ich trau mich nicht raus ins Zimmer. Aber hat er gut gespielt? Definitiv. Wollen wir weiterfahren, bevor er hier zu der Insel hinsegelt? Mhm. Geradeaus, Zimti, wa? Warte mal. Aber der hat gute 3 Hits gebraucht nach dem Fass. Ja. So leicht, ganz leicht links und dann geradeaus. Ich muss erst einen Rechtschwenker machen wegen der Insel. Jo. Anna. Ich kann mal dir gleich. Was hast du gesagt? Ne, ich hab gerade vorgelesen, was Dings geschrieben hat. Lade nach! Hey, na? Hm? Na? Anstatt dieser. Eine Wärme unter dem Tisch durch die Konsole. Eine Wärme unter dem Tisch. Sagst du hauseigene Sauna, ja? Ja. Freitag gibt's den Hartikochteier zum Nachtisch. Was? Nee, danke. Vergiss mal. Ganz schnell. Ich glaub, mir wird grad schlecht. Mir kommt grad Abendessen hoch. Ah, komm, der war gut. Der war gut. Papat! Ja. Hi! Paddy, schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass du da bist, diese. Padabat, hast du die Cold War? Dankeschön. Bitteschön. Das hätte ich schon wieder ja nicht dran gedacht. Oh, ist ja gut, ich gehe wieder. Hey, du wirst von 2 Leuten super lieb begrüßt und du willst wieder gehen, hä? Was ist mit dir los? Hey. 10 Penis im Reißverschluss eingeklemmt oder was? Ja, die Ford ist stecken geblieben, ey. Ja, genau, deshalb. Paddy, du kleines mieses Arschloch, schön, dass du in meinem Stream anwesend bist. Könntest du denn auch zeitnah wieder gehen, so eine Viertelstunde hast du, du kleines Arschloch, dann kannst du dich wieder verpissen. War die Begrüßung jetzt besser? War die Begrüßung jetzt besser? Ja, die war besser. Gewöhne ich nicht dran, so rede ich mit keinem Menschen. Udi, bin da. Kann ich kurz einen kleinen Plan machen jetzt für die Map, damit das besser läuft? Mach mal einen kleinen Plan, Schatz. Wir rennen erst durch bis nach hinten. Wir halten uns unten in den Keller gar nicht lange auf. Mhm. Machen die Sicherung rein und gehen direkt hinten hoch und machen das Pack and Punch frei. Noch vor Welle 10. Das wäre toll. Und wenn ich jetzt noch Cold War hätte, würde ich sogar dazu stoßen. Wir können ja hier noch eine Runde probieren, Paddy. Und wenn sich denn die Mädels überreden lassen, können wir ja zu Vanguard wechseln. Wenn du denn dazu stoßen würdest. Was, Schatz? Ja. Kann ich jetzt überzeugen? Nein, ich hab doch ja gesagt. Nein, nichts überreden. Doch. Ich habe ja höflich nachgebracht, wie du mitgekriegt hast, Betty, und sie hat instant ja gesagt. Also musste ich ja noch nicht mehr überreden. Weil mit dir, kleinem Arschloch, zu spielen, macht immer wieder Spaß. Heute heute zwar schon Popcorn und Cola bereitgestellt und ab ins Bett gekuschelt. Was? Ich dachte, du wolltest mitspielen. Ach, siehst du, ich wollte ja noch mal was ansprechen, aber ich musste Frau versprechen, dass ich es nicht mache, weil ihr sonst wieder... Das machst du nicht. Nein. Das machst du bitte nicht. Was mache ich denn, wenn du mal nicht da bist?
es gibt die POV-Shots. POD. Ne, es gibt die VODs, Entschuldigung. Video on Demand, genau. Das möchte ich wirklich nicht. Nee. Was, mit mir schon wieder reden? Hä? Nee, Pat, er wollte was ansprechen im Allgemeinen und ich habe gesagt, das möchte ich nicht. Deswegen. Weil sie Angst hat, dass ihr wieder eskaliert und hier die Bitbombe zündet. Weng, schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hi. Ich zünd halt gar nichts. Ich müsste mir halt echt, ihr müsst mir erst wieder Bits kaufen und Geld kommt erst am 15. Ja, das lässt du bitte auch. Ja, nee, ich kann eh nicht. Sehr gut. Ja, die Waffe ist besser. Aha. Die hat auch mehr Schuss. Wie viel Schuss hattest du denn? 20 oder 16? Ich glaube 30 sind immer zu wenig. Ich habe auch 30 Schuss dran. Nee, 30 ist zu wenig. Bei meinem Aim brauche ich mindestens 100, dass ich einen Feind da umkriege in dem Game. So, ich bin schon rüber durch die Seilwände. Über die Seilwände. Wo? Ach Gott, ich sehe die Frau nicht da. Seilwände. Rüber. Ja? Ja. Jetzt versuchen wir einfach so schnell wie möglich alles freizukaufen, dass wir durchkommen. Okay, okay, Passi hat Patty geschrieben. Dankeschön. Eep, eep. So, wir brauchen jetzt hier 1250. Hab ich nicht? Nee, du wärst aber die als nächstes dran wäre. Kalt euch das hier nicht hin. Nee, du kannst es leider nicht droppen. Guck mal, meine Waffe, Schatz, guck mal. Hey, ist das cool? Oder? Ja. Ich hab meine nur ein Zombie-Gold. Wow, so, jetzt sollte es aber ausgehen, warte. Wie viel? 1250. Ja, ist offen. Okay, perfekt, wir sind noch vor Runde 3 unten, sehr gut. Müsste hier rein theoretisch eine Sicherung rumliegen. Okay. Messert die am besten, dann verbraucht die jetzt noch nicht so viel Schuss. Welches Messer hätte? Rechten Stick reindrücken oder Kreis? Ah, scheiße. Ist, ja, scheiße. Also Nahkampf halt. Ja, da kann ich nur boxen. Boxen, willst boxen? Bonuspunkt. So, hier unten ist offen. Ich glaube, jetzt kamen die Züge direkt. Ja, jetzt kamen direkt die Züge. Hat sich das schon mal erledigt, da renne ich jetzt nicht durch. So, wo müssen wir jetzt hin eigentlich? Runter zur U-Bahn. Runter zur U-Bahn. Okay, da kam was gerade durchgefahren, das heißt, wir sollten laufen können, oder? Ja. Wir müssen jetzt hier aufmachen, ist die nächste Tür. Ich brauche noch 2 Nahkampfangriffe, dann habe ich's. Offen. Ja. Cool. Nice. Oh, Zombie. Hi. Oh, hey, du auch. Okay, Runde 4. Perfekt. Ja. Was brauchen wir hier auch? 2000, ne? Ne, 1750. Mullekick hat mir jetzt gefallen. So. Die erste Sicherung ist drin. Die zweite kriegen wir hier unten, dann machen wir den Strom an und rennen gleich wieder runter nach hinten hoch. Wir bleiben jetzt einfach mal kurz hier, damit wir hier die Runde soweit durchkriegen. Immer,
Wie viel brauchen wir hier, um runterzukommen? 1750. Mama, machst du auf? Ist offen. Okay, perfekt. Dann jetzt schnell die nächste Sicherung holen. Ach, der erste Schuss ist immer so eklig. Lass den einen kurz leben. Ich setz schnell die zweite Sicherung rein und dann geht eh schon mal nach hinten hoch. Projekt Endstation hatte hier in Berlin hinten hoch. Ja, hier, wo wir vorhin auch hochgegangen sind. Okay. Okay, okay, okay. Weil wir starten die neue Runde nicht, bevor wir das hier abgeschlossen haben. Jetzt wird es gleich ein bisschen kritisch, es wird eine Eskalation, aber es ist nicht so schwer wie das andere. Am besten, also die, die jetzt gleich rumschweben, die uns auch angreifen, als erstes töten, weil die bringen wieder Leben in die Leichen, die wir schon getötet haben. Okay. Seid ihr bereit? Sie. Nee. Let's go. Nee. Mama, komm doch aus dem Kreis raus. Mama. Bin raus. Alles gut. Weil jetzt wird es gleich aktiviert. Und der, der jetzt schwebt, den müssten wir zuerst holen. Immer auf den Kopf ziehen, genauso wie bei Modern. Okay, dann haben wir das schon mal abgeschlossen. So, jetzt könnt ihr eure Waffe packepunchen mit 5000. Die 5000 kriegen wir in der nächsten Runde safe allesamt zusammen, dann können wir das machen. Okay. Hier könnt ihr sogar bei Waffenmodifikationen dann rechts gucken, was ihr nehmen wollt, so wie Hirnfäule. Oder Eisschuss oder sowas. Das kostet nur 2000. Okay. Hier, wenn ihr außen in den Bereich geht, nicht unbedingt dauerhaft in dem weißen Kreis rumlaufen, weil dann werdet ihr angeschossen. Von den Geschützen oben in den Turm. Boah, blind. Jetzt kommt eine Atombombe, weißt du aber vorhin, wo wir sie echt gebraucht hätten. Ja. Nix da, ne? Nix da. Ne. Passt, ich hab meine 5 Tassen bald beieinander. Gesundheit. Du kriegst wieder ein paar Schales für den ganzen Abend. Dankeschön. Muss ich aber im Raten abarbeiten, kann ich nicht auf einmal. Okay. Also jetzt dürfte deine Waffe schon um einiges stärker sein. Fühl's gut, gleich. Man, fühl's gut. Achso, genau, perfekt. Schatz macht's jetzt auch. Und in Welle 10 kommt der erste große. Den müssen wir erledigen, dann kann ich die Wunderwaffe freischalten. Wenn ich dann die Wunderwaffe habe, machen wir die ganzen Organisationen hier. Ja. Ja, sieht geil aus, oder? Alter, okay, die sieht sexy aus. Nice aus. Wenn ich dann die Wunderwaffe habe, machen wir die ganzen Aufgaben, dann kriegt ihr nämlich auch die Wunderwaffe. Okay. Dann sammelt ihr die Abzeichen, die ihr in der Zeit gekriegt habt, und dann könnt ihr euch hinten am Automaten mit etwas Glück die Wunderwaffe abholen. Down. Ich hab's gesehen, bin auf dem Weg. Jetzt, Alter. Nee, beim Fetten kommt dann wieder nichts, ne? Wie immer. So, die Perks, sowie schnelles Laufen und so, findet ihr hier oben. Was ist mit Frau Stacheldraht los? Hä? Was ist? Mama? Ich glaube, ich hatte gerade einen Ruckler. Jetzt bin ich wieder da. Ja, bei mir stand auch Verbindung verloren. Du bist bei mir auf der Stelle gerannt. Das sah lustig aus. Ja, ja. Bei mir standet ihr auf der Stelle. Alles gut.
gerade ein bisschen Schluck auf das Spiel, glaube ich. Und das, was Vanguard gemacht hat mit, du kannst in dem Game deine Perks hochleveln, das kannst du hier außerhalb vom Game machen. Da hast du automatisch die Stufe, die du im außerhalb vom Game schon erreicht hast mit den Perks. Okay. So wie Flinke Füße 5 und Flinke Füße 4, das könnt ihr alles außerhalb vom Game machen, indem ihr die Herzen sammelt. Die kriegt ihr immer nach den Runden automatisch. Insta-Kill kommt. Jo, nice. Ich mach mal eben hier hinten auf. Warum eine Straße über den Berg? Wenn man noch einen Tunnel. Zweiter eigentlich. 15.000. Okay. Kann ich euch hier unten kurz alleine lassen? Dann mache ich oben schnell die Sache für den Roboter wegen der Wunderwaffe. Komm, wir setzen uns in irgendeiner Ecke und trinken einfach einen warmen Kakao und tun so, als ob hier gar nichts ist. Finde ich voll cool. Alter, deine Waffe schwingt ja ein Ding. Bitte was? Da schwingt ja ein Ding. Deine Waffe schwingt ein Ding. Das sind Flügel. Ach ja, schwingt. War das hier? Warte mal. Nee, das war nicht hier, shit. Ich will rüber. Hier muss ich hin. Passi, schießt mir mal in den Kopf, das hört sich so falsch an. Bei dir alles schick? Ja. Bei ihm ist alles bestens. Bei ihm ist alles bestens. Nach seiner Lebensangabe. Wow. Was denn? Nix. Okay, denn. und den Roboter, den ich gleich freischalte, der hilft uns auch in den Runden beim Töten. Der läuft mit uns gemeinsam rum und tötet die Gegner. Will ich dir mal raten. So, jetzt kommt der Fette. Jetzt kommt der Dicke. Okay. Am besten alle zu dritt bleiben, damit wir nicht alleine gegen den. Weil der wechselt immer zwischen uns. Den sollten wir gleich mal zu Anfang fokussen, ne? Ja, definitiv. Gut. Wo drauf schießen? Arme zuerst, oder was? Kopf. Arme vorne, da wo die Flammenwerfer dran sind und danach auf den Kopf. Ja. Weil sobald der Flammenwerfer weg ist, kommt er halt nur noch auf Nahkampf. Da könnt ihr immer noch wegrennen. Ja, ich bin hier mit dem LKW und er trifft mich, oder was? Come on. Zieh ihn mal weg, Passi. Alles gut. Entspann dich. Ich werde das nie lernen, ne? Das Atombombe. Ja, sehr schön. Oh. Okay, gut. Der ist down. So, jetzt haben wir die Batterie. Ich gehe unten den Roboter zusammenbauen. Er hat gerade meine Semtex gefressen. Sehr gut, mein Schatz. Ich habe mit meiner Semtex daneben geworfen. Nee, noch nicht ganz. Dafür treffen deine Kugeln, was meine nicht machen. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt kommt es auf ein paar Punkte an und ich kann mit neu. Oh. So. Requiem hat einen verdammten Mama! Was? So wie der aus. Nee, bei mir ist Mama. Ich hab grad Trubels. Ja, ich hab grad den Roboter hier, der hilft mir, das ist alles gut. Alter! Muss ich mal finden, Mädel.
Ja, ich glaube, ich bin durch. Alles gut, ich habe die Kamera ausgeschaltet. So schnell kannst du dich ja nicht drehen, wie die hinter dir spawnen, ey. Schwierig. Kriegst du es hin, Mama, oder soll ich kommen? Ich stehe noch. Noch. Ja noch. Gut, dann hol ich ihn schnell hoch. Ich hab schnell das Wiederbeleben. Ich hol den Roboter her, der hilft uns. Der belebt euch sogar wieder, auch, ne? Ich lieg auch, ne? Ja, der Roboter belebt euch auch wieder. Oh wow. Oh, nice. Ja. Ach, komm, ey. Du wirst vom Zombie nach draußen geschoben und wirst dann von den Dingern abgeschossen. Danke, Klaus. Keine Murmeln, ne? Danke, Klaus. Gut, dass er Klaus heißt, oder? Klaus. Warten die Muni da? Das ist die dritte Zahl. Und jetzt werde ich nicht angeschossen, weil jetzt hier Munitionskiste steht, oder was? Du willst mich doch rollen spielen. Du willst mich doch gerade rollen. Ich bin ein wenig überfordert. Evakuierungsfenster geschlossen. Stream leckt gerade bei mir wegen Download, dann macht den Download auch so Knalltüte. Oh, sie schlägt sich schon wieder an die Ekel. Ich lasse euch den Roboter mal hier. Nutzt nichts, ich hab da irgendwas Dickes an. Irgendwas hab ich was. Alter, ich komme in diesem Spiel nicht klar, ne? Nee. Bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist für alte Leute einfach nicht geeignet. Ja, dann krieg ich das Spiel nie komplett gezogen. Welches Spiel? World War oder was? Ich dachte, du wolltest ins Bett, hä? Du verwirrst mich heute. Nein, Warzone. Ach so. Also nicht wundern, wenn nichts kommt. Ja, ich Warzone wollte ja schon, weiß ich nicht, wann vor Wochen downloaden. Du bist manchmal ein kleiner Hornochse, bist du, Paddy. Du bist manchmal ein kleiner Hornochse. Guck zu. Oh, das wird hart. Scheiße. Ah, komm. Ich mach meinen Eisperk in die Luft und trotzdem weiter. Uff. Oh. Ja, dann lass Zwinker drüber gehen. Bist du jetzt pissig? Nein. Warum sollte ich das? Aber die Waffe ist echt wesentlich besser gewesen. Ja, das meinte ich ja. Hier. Den müssen wir mal aufstreamen üben, Schatz. Den müssen wir mal aufstreamen üben. Mhm. Ich will gerade nichts. Doch, muss weg wieder was. Heute mag mich die Technik nicht. Oha, was probiert ihr da? Guck mal, Lordi, du hast ein neues Abzeichen. Habe ich heute mit Passi zusammen eingefügt. Sie hat mir Tipps und Tricks gezeigt. Guck mal, das ist ein neues Abzeichen. In Silber. In Silber. Wo sonst ziehe ich? Habe es aber bisher immer vergessen, beziehungsweise war schon. Du bist eine Knalltüte, bist du. Du bist echt eine Knalltüte. Hast du neue Badget hier sehen, Schatz? Welches? Von Lordis Namen. Lordi, das vom Namen? Mhm. Ja, das habe ich schon gesehen. Gefällt mir. Mhm. Ich wollte die höher ansetzen und Frau hat gesagt, nee, das ist ausverschämt, setz sie tiefer an. Habe ich sie tiefer angesetzt. Hm? Ja, weil sonst hättest du jetzt erst Bronze. Bis zu 7 oder 5 Millionen Bits geht das hoch, wo du Abzeichen drin setzen kannst bei Twitch. Bis zu 5 war es. 5. Lobby ist offen, Kinders. Mhm. Been on the way. On the way. Wenn ich dich finden würde. Da bist du.
Ich kann dir nicht beitreten. Jetzt. Ich hab mal zwischen den Zähnen klemmen, Moment. Ja, ich weiß. Wow, ich hab's geschafft. Bitte. Bist du stolz auf mich? Schreib ich jetzt in meinen Lebenslauf so rein. Sag mal, ist das Zombies oder gewöhnlich? Wir sind in Zombies drin, ne? Terra Maledicta, da kommen wir alle am besten klar. Ja, ich glaube nicht. Jetzt unverschämte Frage, ich hatte das schon beim letzten Mal, ob darf ich das Schild wieder haben? Du kannst schon machen. Ich komme mit Schildern sowieso nicht klar in den Spielen. Versuchst du jetzt, um deinen englischen Zuschauer zu helfen, Lordi? Na, der hat da reingeschrieben. Ja, ich weiß. Nitiling. Ich weiß. Was macht man bei solchen Dingern? Entweder du redest mit ihm auf Englisch oder halt nicht. Bloß ich ignoriere sie. Wer als Englisch sprechen in einem deutschen Channel reniert, muss damit rechnen, dass er keine Antwort kriegt. So jetzt dir als Deutscher tatsächlich in englischen Channels oder in französischen oder so genauso. Hm. Seid ihr ready? Irgendjemand ist gerade im Discord. Oh, sorry. Paddy ist drin, aber der ist voll mute. Hi, Pat. Also ist. Ist das stimmt. Vielleicht will er gerade mitmachen. Ja. Ich hätte meinen anderen vorhin rausschmeißen sollen, weil sowas nervt einfach. Welchen anderen? Na, der gleich mit einer Frage rinkommt und dann ja nicht drauf reagiert, dass man eben zu dem Namen sagt und gleich die zweite Frage hinterher schiebt. Hätte ich gleich rausschmeißen sollen, weil sowas schmeiße ich normalerweise gleich raus. Weil sowas ist unhöflich und respektlos tatsächlich. Wenn er ja nicht drauf eingeht, was du sagst, weißt du? Ja. Also Schatz? Ja. Ich hab die nächste doofe Botschaft bekommen. Die nächste doofe Botschaft, oh je. Oh je. Hab's dir per Telegram geschickt, kannst du ja nach dem Stream mal durchlesen. Per Telegram da. Na, wir warten ja sowieso noch. Uff. Ja. Kommst du nicht zur Ruhe, oder Schatz? Nicht wirklich. Paddy, wenn ihr im Stream uns hörst, du bist voll muted im Discord. Willst du mitmachen oder willst du nicht mitmachen? Die Zeit läuft, Frau muss bald ins Bett. Ich trotte. Ja. Hallo du Arschloch, schön, dass du da bist. Ja, hätte ich aber sagen können, dass ich headset und Mikro aus habe. Haben wir schon gesagt, kurz nachdem du reingekommen bist. Ja. Willst du Vanguard mitmachen? Zombie-Modus. Ich bin doch nicht da. Hä? Ich bin doch schon da und das Spiel lädt doch schon. Das kann ich nicht wissen, wenn du voll gemutet bist. Das kann ich nicht wissen. Das war ja auch du hast hier schon die Ohren zugelabert, ne? Ich muss die Schnelltaste umändern. Na, er wollte Englisch schreiben, dass er Hilfe braucht. Ich habe nur geschrieben, soll er sich Hilfe rufen. Wow. Okay, Lordi. Okay. Sehr schön. Verlass auf Lordi in ganzer Linie. Wie geht's hier heute, Lordi? Erzähl mal. Und ich habe ein neues Event im Stream eingefügt, wie ihr unten rechts unten unterm Chat seht. Die fällt mir tatsächlich ganz gut. Funktioniert auch ganz gut bis jetzt. Mal gucken, ob ich das noch ein bisschen verfeinern kann. Mal gucken, ob ich da vielleicht noch die Hamster mit drin kriege. Und da ist Dankeschön. Vielen Dank für euren Support. Liebe geht raus. Hup, hup. Hey. Hier fehlt mir, weil es auch nicht permanent da. Bist du bereit, ja. Paddy? Ich glaube, ja. Du glaubst oder du weißt das? Ich glaube. Glauben heißt nichts wissen. Glauben und hoffen kannst du in der Kirche, nicht bei uns. Soll ich eine verlässliche Waffe?
kann er gewinnen. Rachel. Ich bin heute los zum Passbilder machen. Und hock mich dorthin. Sie macht zwei Fotos und ich sag zu ihr, passt schon, besser wird's nicht. Ich habe gerade Parkbilder verstanden. Nee, Passbilder. Und Schatz, um deine Frage nochmal adäquat zu beantworten, was man mit so Menschen macht, wenn sie Englisch sprechen oder sonst irgendwas. In dem Reglement steht drin, Moderatoren handeln nach eigenem Ermessen. Ja, aber ich will ja jetzt nicht irgendwie, dass ich da, keine Ahnung, irgendjemanden kicke oder so, nur weil sie Englisch sprechen. Kommt halt wieder falsch für mich rüber. Handeln nach eigenem Ermessen. Ach, geht so, ich werde zu 100% auf Klo schlafen. Die und ihr Kalium. Okay, nicht gut, Lordi, nicht gut. So, hier kenne ich mich aus, hier bin ich zu Hause. Warte, hier kommen wir beide besser klar. Richtig. Kann ich dich wieder ansprühen? Zustimmendes. Wo ist meine Frau? Ich renne im Kreis. Nee. Du hast noch keinen flinken Fuß, ich hör auf damit. Nein, wir sind nicht alleine, komm hoch. Oh mein Gott. Bleib stehen. Mama, ich will wieder zurück. Ich sag, bleib stehen und in dem Moment, wo ich sprühe, rennst du los. Du bist ein Knalltüte, ey. Bleib doch mal stehen jetzt. Der Zug ist abgefahren. So, jetzt darfst du. Mama! Oh Gott. Ja. Wo fangen wir an? Opfer? Oh Gott. Du bist doch gerade ein Opfer. Ja, krieg ich dich nie. Der nächste schluckt die trocken ohne Wasser. Lordi. Betty, alles gut? Was denn hier? Mama, ich bin näher dran als vorher. Fertig ab. Die Geister gestorben kommen. Miau! Okay, also was fangen wir an? Wo wollen wir erst hin? Flinke Fussis oder? Flinke Fussis. Ich nicht. Flinke Fussis. Ich bin nicht da. Dann gehen wir mal opfern. Wen opfern wir? Wen? Mich? Mich? Mich! Ach so. Jagst du schon wieder arme Männer? Die kleine Kicher. Ich hab nur die Waffe gesehen. Ach, der ist arm? Dann bin ich nicht, nö. Oha! Hier ist der grüne Trank. Die ist arm, nö, den will ich nicht. Uff. Könnt ihr jetzt was dazu sagen, aber ich lasse es. Da ist er. Johnny, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Oh, Johnny. Hey, Johnny. Aber hast du kein Gewissen? Blue, Johnny, blue. Zäh. Miau. Wie macht der Porsche? Gut, das war eher ein Trabi mit E10. Geh hoch, du Ohr. Du Aal. Du bist tot. B. Ich wollte gerade was sagen, aber ich darf nicht. Was denn? Ganz okay und euch. Ja, mir geht's soweit auch. So wie blenden tatsächlich. Schlechten Menschen geht's immer gut. Also jetzt hier schlecht. Mir geht's blendend. Bist du kein schlechter Mensch. Ach, weißt du das? Ja. Sonst wärst du nicht meine Mama. Nicht meine Mama. Auch wenn du dir alle Mühe gibst, manchmal ein Drachen zu sein, kann ich dir aber sagen, du sprühst so viel Herzenswärme aus, genauso wie unser Lordi. Du kannst ja nicht schlecht sein, sowieso wie du versuchst immer dich darzustellen. Das geht nicht. Oh Gott. Hey, das war ein Kompliment an dich. Nimm es an. Ja, nee, da hat gerade ein Zombie ins Ohr Ja, nee. Danke. Schatz, ich sehe da gewisse Zusammenhänge, so, ja, nee.
Parallel, ne? Hier habe ich auch schon geortet, ja? Nö. Ja, nee, ist klar. Einfach nur. Geh unter da von der Säule. Hier wird nicht genuckelt. Nicht. Affenbäumchen liegt hier. Hi. Äffchen? Da. Ah. Bombe. Alter. dieser kleine Wolkenpilz, der da aufsteigt, wenn du die zündest. So. Hier fühlen wir uns zu Hause, oder, Stachelchen? Ja. Hier sind wir Mensch, hier wollen wir sein. Da treffe ich was. Na, 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 na. Hier schwebt ein Arm in der Luft. Apropos, schick mir nachher mal bitte ein Foto von deinem, von deiner kaputten Rückenlehne am Stuhl. Vielleicht fällt mir da was ein, wie man das ganz kriegt. Bitte. Die Rückenlehne ist es nicht, das ist unten die Seitenlehne. Und dadurch kippt der Stuhl nach hinten. Dadurch, dass die Seitenlehne unten befestigt ist, die gleichzeitig am Stuhl ist, ist es kacke. Mach mir mal ein Feld, bitte. Ein Feld. Mach mir mal ein Bild davon, bitte. Kann ich gerne machen. Nachher oder morgen in Ruhe. So wie du Lust und Zeit hast, mein Schatz. Da-da. Aufwischen. Aufwischen. Hier ist so ein Teil, Hamsterchen. Dankeschön. Hin geht zu den flinken Fussis. Warte, ich mach da oben noch. Gesundheit. Dankeschön. Gesund, Brunnen, steigen nächstes du 20 Minuten. Portal aktivieren. Papa, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Das ist wieder eine Niesattacke, oder? Nee, das ist eine Hustenattacke. Getarnt als Nieser. Furzattacke. Tut mir leid, ich hab ihn erwischt. Vielen Dank. Ja, doch. Ja, ach so. Geh weg! Flicke Fussis! Schieß schon neben dir. Ach, schön doch einem anderen ins Ohr, das ist doch widerlich. Echt mal. Zombie. Endlich mal ein Zombie-Modus, wo ich auch Schatzi mal den Arsch retten kann. Sehr schön. Ich habe hier ein Problem. Ach, bin down. Ja, da keine Muni. Ich habe ein Äffchen hingeworfen. Na gut. Abladen.
Endstackel. Abgeschlossen. Und da hinten wird eine Atombombe gelegen. Egal, die Punkte. Uff, au! Hey. Das kleine Wölkchen, das ist zu niedlich, ne? Fliegefuße 3. Ja, bin ich mal dabei. Und pleite. Ich auch. Also, ich hole mir das immer erst, das, alles was drüber geht über 1, immer erst dann, wenn ich meine Waffe oben habe. Weiß nicht. Dö. Ich muss wirklich mal diesen Chassis-Alert einfügen, ey. Mir mal einen raussuchen und den einfügen. Wollt ihr mal Burning Man sehen? In Real Life? Also so Zombie-Real Life? Dann hier. Voll. Burning Man! Ich bin mal ganz kurz 3 Trommeln drücken. Ich bin gleich wieder da. Und rutsch. Ciao. Doppelpunkte. Affenbombe. So. Jetzt, was brauchen wir da? Das Leben, alles gut, als eine Affenbombe. Die wilden Beißerchen auch schon geholt? Ja? Die wilden Beißerchen auch schon geholt? Nee, noch nicht. Hilfe! Oder auch nicht? Das ist ja richtig entspannt hier, oder? Ja. Nein, ist für dich eher langweilig, aber... Nein, alles gut. Alles gut. Ich war wirklich überfordert da drüben. Teilweise. Die waren so schnell. Ja. Aber wenn man es halt mehrmals macht und auch gut durchkommt, macht es halt echt Spaß, muss ich sagen. Ja, wenn du das mal besser kennst. Hey, na? Nina. Der hat schon wieder den Flur abgebaut. Wow. Wow, Schatz. Nein, ich habe im Flur so ein selbstgebautes Regal, wo noch alte Wäsche von mir liegt. Also keine Drecke oder so, sondern so noch die von meiner Firma und so. Weil die stören da halt keinen und der Kater liegt da ganz gerne drauf und pennt. Der hat das Ding heute schon 3-mal abgerupft, ne? Hätte ich ja schon Mordgedanken, ne? Yeah, nicht nur du, nicht nur okay. Du. Ich habe auch manchmal so Heimgedanken. Hab ich auch. Nein, hast du nicht. Ja, doch. Nein. Doch. Aber warum hast du eigentlich einen gelben Hintern? Ich habe den Kopf angesprüht. Warum hast du jetzt einen gelben Hintern? Das nennt man Gelbsucht. Ich kann mir auch vorstellen, so. Wo du dir die eingefangen hast. Was? Gehen wir mal ernten. Okay. Wenn wir abhüften. Gehen. Wow. Ah, runter vom Web. Also ich in Real Life würde hier in jede einzelne Kante zwischen den Steinen reinfallen. Ich würde jede einzelne Kante, durch jede einzelne Mini-Loch hier stolpern.
ich muss mal kurz eine Spinne entschärfen, die über mein Monitor gekrabbelt ist. Ja, gut, dass du sie jetzt entschärft hast. Sonst hätte sie mich am Freitag entschärft. Nein. Die ist eingezahlt? Nee. Wonderbra, ich habe eingezahlt. Super, und hast mir damit den Stein geklaut. Super. Bin stolz auf dich. Okay. War wunderbar. Dann passt ja alles. Was ist denn dieser Kack-Abgabestein? Hier, bei C, so gesagt. C. Hä? Was denn? Achso, nee, ich hab grad falsch auf den Bildschirm geguckt, sorry. Ich. Baba, wie schnell ging dann das? Papa, ja, das ist noch bei Stein 2. Pat? Hm. Achso, warum bewegst du dich nicht? Ich höre gerade den Stein zu. Ich bin schon fertig mit Quatschen. Menschen, das ist die Bezeichnung für euch. Keimlinge, ein befremdlicher Anblick. Naja, wenn auch, ja, ich bin runtergefallen. Er brauchte ja noch keine große Hilfe, Gott sei Dank. Sagst du? Ich wäre fast draufgegangen zweimal. Wieso? Und ich und Mama haben genau gleich viele erzählt. Wieso erinnert mich das jetzt wieder an das TikTok von letztens? Ich bin unschuldig. Welches von den vielen? Jede Gruppe hat die und die also. Mitspieler, ne? Der eine, der immer rauscht, der eine, der immer... Ja, Captain Rauschelot. Am Essen ist. Am Essen ist. Punkte. Da lachst du schon hier, aber das ist halt was Wahres dran, wa? Wer farmt meine Züge ab? Ich bin gerade bei den Zügen. Und Pitty. Habt ihr eine Ausbildung zum staatlich geprüften Fahrkartenkontrolleur gemacht? Ja, wir haben uns selber dazu gebracht. Die Nummer. Ja, wenn es sonst keiner macht, irgendwer muss ja unsere Potenzen. Nee, irgendjemand muss ja unser. Unsere Potenzen. Wie nennt man das? Unsere Potenzen. Wer muss ja. Mann, wie nennt man das denn? Unsere Qualitäten erkennen. Eure Qualifikation. Meine ich ja. Unsere Potenz. Ganz potentes Kerlchen. So. Wollen wir jetzt als nächstes Blitz machen? Ja, von mir aus. Aber ja, Penny. Bin da, ja. Unser Neuzugang, der ja auch schwul bzw. bi ist, der ist genauso verstreut wie du in Spielen. Der ist noch schlimmer. Bitte was? Ich bin der einzigste Schwule. Nee, mach jetzt nicht einen auf South Park. Little Big Wind, da war auch einer. Ich bin der einzigste Schwule im Dorf. Er hat mein Powderhäppchen gekauft. Aha. Wir haben einen Neuzugang, hab ich gar nicht bekommen. Ein paar Tage ist er schon da. Okay. Ich schon aber er ist halt immer noch ein Bambi bei uns, ne? Und versucht jetzt schon zu pushen, gegen Schlumpi. Versucht jetzt schon zu pushen. Ja. Mutig ist er. Kann man nicht kaufen. Ich muss mal den Schlumpi lauter machen. Der ist heute irgendwie leise.
Hallo, Betty. Er weiß halt noch nicht, dass er eine Frau hinter sich hat, die auch gerne mal auf den Tisch schaut. Mhm. Warte mal, den Vibrator vom Tisch, bitte. Ich hatte gerade Kaffee am Hals. Nein! Es ist mein Vibrator und ich entscheide, wo er liegt und wann er angeht. Das geht euch gar nichts an, das nennt man Privatleben. Privatsphäre, Schatz, Privatsphäre. So was habt ihr? Ja, hier anscheinend ja nicht. Privatsphäre hier. Denkt ihr noch mit Privatsphäre an? Ich glaube, bei Schwein, weil... Okay, dann werde ich dich beim nächsten Mal Dödelschrubben beobachten. Hast du auch keine Privatsphäre mehr? Das fände Wie ich bitte? Auch nicht so toll. Moment mal. Moment mal. Ich gebe dir jetzt einfach mal recht, obwohl das gelogen ist. Ich habe damit nämlich keine Probleme. Ich aber. Ja, das ist dein Problem. Den nie bei anderen Damen zu gucken beim Schrubben. Kannst du ja zu Frau Cressini gehen? Reingehen? Ich glaub, da ziehe ich mich gleich, ey. Zu Frau Cressini, der war aber gut. Wer ist das? Kennst du nicht, muss man nicht kennen, ist keine Bildungslücke. Wieso meine Sprüche momentan schon mit Perfektion raushaut, ne? Man kann nicht meckern. Hast du auch nichts zu meckern. Achso. Nee, ich habe aber zu meckern. Hey. Du hast Dildo-Lücke gesagt. Du bist eine Dildo-Lücke. Das ist so eine Bildungslücke. Ich habe gerade Dildo-Lücke verstanden. Sehr schön. Sehr schön. Ich auch gesagt. Jetzt arbeiten, Leute. Nein, das habe ich zuerst gesagt, weil ich das zuerst verstanden habe. Nein, ich war's. Mit Dildo-Lücke. Alter. Ja, irgendwo muss ja das Ding hin, ne? Irgendwo muss ja eine Lücke sein. Oh Gott. Schwierige Themen heute haben, meine Damen und Herren. Und das um 8:30 Uhr, ich kann nicht wissen, wie die Themen ab um 10 werden. Da wird's dann richtig geil hier. Ich hab gleich den... Ich meinte nicht euch, lass mich durch. Ich hab gleich den perfekten Streamtitel. Was denn? Ab 10 wird richtig geil. Naja, ab 10 kann man auch schon gehen. Oh, ja. So. Hammer. Wir sind Hammer. Aha, der Streamtitel auch. Warum siehst du den so schnell? Warum siehst du? Ich bin halt GUHT. Die nochmal wieder. Jetzt haben wir ihn auch gesehen. Auf Sofa. Oh, im Flauschding da, in diesem Flauschi-Stream da, diesen Nachtstream, Nightflausch oder wie auch immer der heißt. Ja. Einfach mal so ein Sofa wie aus diesen typischen Bewerbungsgesprächen hinstellen. Was sind Ihre Potenzen? Jetzt rennt ja du dich schon wieder zu meinen Eisenbahnwaggons. Was ist denn heute los? Ich hab jetzt Quattrofußis. Noch nicht. Ich hab gleich Waffe. Ach ja, ich hab hier die Waffe auch viel besser. Stimmt ja, scheiße. Besser. Rüstung geht auch nicht ganz besser. Wie sie sich den Nightflausch gemerkt hat. Unheimlich. Warum unheimlich? Ich verfolge halt den Discord, auch wenn das manchmal nicht so rüberkommt. Hashtag stille Beobachterin, oder wie? Immer.
Ich bin der Stalker, von dem du nichts weißt. Ich gehe mittwochs gerne schwimmen, ich weiß. Ich mag Männer, die vorbereitet sind. Ich habe das Kondom schon drauf, was? Was? Okay. Wieso muss ich gerade an jemanden denken mit drei Buchstaben im Vornamen? Warum? Mit drei Buchstaben im Vornamen. Pikachu. Also. Ja gut, dazu sage ich einfach nichts. Das ist ein Thema, darüber sollte man nicht reden, darüber sollte man nicht nachdenken. Das könnte dein Leben zerstören. Eins nicht. Eins auch nicht. Pikachu. Nein. Pfeifen? Sie kann genauso pfeifen wie du, wie geil ist das denn? Oh Gott. Miau. Miau. Wow. Ring. Miau. Ich bin ja mal gespannt, wenn er nächstes Mal wieder im Stream umschlägt und guten Abend sagt. Aber bin ich mal gespannt. Wird er nicht. Na. Weil der mal nicht so sicher. Nein, wird er nicht. Weil der nicht so sicher. Aber soll mir aber ehrlich gesagt egal sein. Solange er keinen Geruch verbreitet, den er sich seit Jahren angesammelt hat, ist alles gut. Wieso bist du hier so sicher, dass er nicht mal im Stream auftaucht? Weil ich gewisse Gespräche mit ihm hatte. Okay. Den musst du mir nachher mal erklären. Da bin ich mal jetzt gespannt, wie ein Flitzer. Ja, das mache ich morgen, Schatz. Ich werde heute früh genug schlafen gehen. Ich muss morgen um 6.30 Uhr unten sein. Check. Kann ich starten? Mhm. Jo. Oh, das lief schmerzhaft die Speiseröhre runter. Aua. Oh, eh. Why are you doing such things? Such things. Such things. Wer kennt es nicht? Such things. That's not good. Gute? That's not good. No, that's not good. Oh, da ist wieder. Darf ich ihn anzünden? Was willst du zünden? Zünd ihn an. Zünd, was du willst. Huch. Ab von hinten. Huch. Linge. Hey. Oh, Runensteine. Ah. Oh. Lauf mir doch nicht entgegen! Natürlich, kenn ich. Der Wur. Der wird an mir vorbeirennt, um dich zu holen. Ja, weil ich aufs Fenster geguckt habe, was du da machst. War eigentlich eine Blödheit. Scheiße, das sind Zombies. Ah, nein, das ist der Aufbau. Nein. Gestern auch, ich hol dich hoch und der holt direkt wieder dich, anstatt erstmal auf mich geht. Mhm. Ah, ich denke, ist er down. Ich hab 5 Sterne. Okay. Ich werd Opernsänger. Bitte nicht. Singt meine Frau nicht wunderbar? Wie bitte? Singt meine Frau nicht wunderbar? Wie bitte? Ich verstehe nicht, solange die Alter hinten so grölt. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was du hast. Ich hab noch nie eine schönere Stimme gehört, du blöde. Ja. Oh, Daddy. Soll ich mal ein Lob aussprechen? Da werde ich gestört. Tut mir leid. Also, du bist keine blöde Kuh. Nein, ich hab nichts getan. Habt ihr mal kurz dein Popöchen gerettet? Dankeschön. Nee, ich meine Frau Stacheldraht. Achso. Wunderbar. Hab ich gemerkt. Ja! Ihr habt mich gerettet. Dankeschön, Parsi. Wow. Gar kein Problem, dieser.
Atombombe? Nee, Insta-Kill. Genauso hilfreich. Wir haben es geschafft. Kannst dich ja erinnern, nice. Loszufahren. Blauer Trunk. Und Boot. Ja, hinten ist der rote. I know. Bin schon dreimal dran vorbeigelaufen, ich fall fett. Mal Platz hier, Breitarsch-Antilope. Latsch gleich. Beifall? Komm doch, komm doch. Applaus, Applaus in dein Gesicht. Herz geht auf, wenn du weinst. Applaus, Applaus. Mhm. Um deine Art dich zu verprügeln. Ich höre niemals damit auf. Ich wünsch mir so sehr. Ich höre niemals damit Papa, auf. Ein Papa down. Zweiter Papa down. Monster. Noch mehr Monster. 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 Die machen mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Ey? Ja? Oh Gott, da stehen Daddys. Bin da. I'm Daddy's little nightmare. Come Alter, mach ich viel Schaden. Come on. Ja, lass sie da stehen. Perfekt. Immer drauf geschossen, kriegt die Punkte mit. Ha ha ha. Ich mach gut Schaden mit der Waffe. Ich will wissen, welche das ist. Ich mach mehr Schaden als mit meiner Waffe. Oh, das ist meine gewesen. Oh, jemand anderes Ohr. Ich mach trotzdem mehr Schaden als mit meiner Waffe. Hier liegt eine blaue irgendwas. Aha. Miau. Yep. Oh, ein LMG. Oder ist es ein MG? Ist ein MG. Nein, das schießt halt links. Okay. Nee, das hat. Du siehst halt die Spur nicht, wo du hinschießt. Du siehst halt nur die Waffe komplett. Let's go. Dann würde ich sagen, noch let's go in die nächste Runde, wenn ihr bereit seid. I'm ready to use. Oh, ich mal kann nicht benutzen. Oh. Du was? Du hast gesagt, you are ready to use. Ja. Ich bin bereit zu benutzen. Ja, ich weiß. Oder benutzt zu werden. Ja. Aber nur von du. Man kann nicht benutzen. Nur von du. Ja. Nur von du. Aber egal, solange ich nicht aus dem Nähkästchen platze, ist ja alles gut. Lol. Hi. Hey. Hi. Das ist die Matthias. Ah, wo kommst du her, du Schlinge? Die ist widerlich, ja, da hast du recht, Passi. Was? Hier auf der falschen Seite liegt quasi das Magazin, also das ist. Ah, ja. Ich kümmere mich. Das ist echt räudig, ist das. Ich geh in die Ecke. Hier passiert so nichts. Ich bin schon in der Ecke. Ich bin eine Ecke. Geh wieder runter. Mir ist kalt hier, sind 90 Grad. Runter hier. Mama! Ey, Mama, eine Maske down. Jo. Zweite Maske down. Und sie ist down.
Ja. Papa. Und Mama. Ich komme. Und Mama. Ah, nein, geh weg. Wow, ich bin da auch faul. Ich will kuscheln. Merci. Gar kein Problem, Lisa. Ah, ich seh nichts. Ist die Mama jetzt down oder ist sie noch da? Nee, die ist noch da. Die müsste noch da sein. Ein Gesicht down. Alter, ich bin tot. Das ist aber nicht mein Tag, ey, ne? Ich komm ja nicht weg. Mach mal weg. Oh, scheiße. Mama ist tot. Sehr schön. Haben die irgendwie ein Update gemacht, dass sie jetzt stärker sind? Ich weiß es nicht, kommt mir auch so vor. Die machen ja penetrant mehr Schaden und sind mehr unterwegs. Ja, vielleicht. Also ja, auf der kleinen Map ist Blitz sowieso eklig, aber schon wieder ein Papa. Wo kommen die alle her? Kommen die alle zurück beim Milch kaufen oder was? Noch einer. Okay. Ja, ich habe schon mal nicht schon wieder. Merci. Ah, der Dachma. Aber. Okay. Ich hab euch hier den Rücken frei halten, ne? Das ist ja schon gut gemacht, mein Schatz. Dankeschön. Alter. Ich hab eigentlich kaum noch was gesehen vor Zombie-Teilen. Da war ein Arm, da war ein Arm. Oh, you got me now. Oh, I like it loud. Oh. Ich hab die Happy Family hier gefunden da oben. Ich auch. Diese Tante ist aber nervig heute. Irgendeiner ist hier allein. Oh, down. Das gibt's ja nicht. Was ist denn heute los mit mir? Schatz, schaffst du es da oben mit ihr? Ja, I do. Sehr gut. Ja, ich habe ja auch gleich zwei Fahrern. Danke, Betty. Schön. Achtung. Na, Sniper. Alter, ich krieg die nicht, ne? So, jetzt. Hui. Das klang gut. Das erinnert aber halt hart. Braucht jemand blaue Waffen? Nee. Nein. Also, du kommst klar? Ja. Ist ein bisschen anstrengend, aber auch zu zweit wäre es nicht besser, also von dem her. Money mehr. Ich darf nur die zweite Herde nicht wecken, weil sonst dann brauche ich Hilfe. Wenn ich die zweite Herde jetzt aufwecke, dann bin ich am Arsch. Ja, ich bin tot. Dankeschön. Die zweite Herde ist tot. Papa ist down. Da beide? Geh mir nicht auf die Nudel! Tut mir ja leid. Oh. Hier liegt wie eine blaue Waffe, irgendein MG oder so? Ja. Ist eine Sniper, glaube ich. Mhm. Ah, ne. Ist Sturmgewehr tatsächlich. Ist nicht mal ein MG. Schade.
Ich brauche noch ein paar Zombies. Ich brauche noch 600. Noch eine Kiste? Eine blaue Pistole ist rausgefallen. Aha. Eine Pistole, ich weiß nicht, ob man das machen sollte auf der Map. Für Nahkampf ist bestimmt nicht schlecht. Ja. Die hast du ja dann auch, denn wenn er downy ist. Achso. Ja, Pat, wo heute Zombies, komm her, ich hab hier welche. Da war ich doch eben. Bin unterwegs. Ja, ich behalte sie am Leben wegen Pat, weil er meinte, er braucht ja noch Punkte. Ja. Hast du? Ich brauche immer noch 320. Aber egal, hol ich noch nächste Runde. Ja, kriegst du ja nächste Runde safe zusammen. Ja. Ich war jetzt hier auf vereinzelte Zombies. Ich habe die falsche Waffe hochgelevelt. Ach nee, ich brauche 30.000. Doch. Egal. Habe jetzt 15.000 für die falsche Waffe ausgegeben. Wie du einfach einen gelben Helm jetzt hast. Bist du es, Bumblebee? Bist du mein Bumblebee? Ich bin eine Biene. Sie sieht schon süß aus mit dem gelben Helmchen jetzt, oder? Okay, wo wollen wir hin? Was wollen wir tun? Reinigen. Okay, wir reinigen. So. Wohnungen oder Treppenhäuser? Nacht! Wohnungen. Ach nee. Muss ich doch morgen schon machen. Gar kein Bock. Wo ist mein Miguel? Ich weiß es nicht. Schreib mal an, frag ihn, wo er ist. Kann ich dir nie sagen. Oha. Oha. Hier hoch. Die Ärmchen, die da rauskommen aus diesen Runen. Lol. Da kommen Ärmchen raus? Ja, da kommen Ärmchen raus. Ganz am Anfang. Ach so. Ich habe eine Schaufel gefunden. Juhu. Oh nö. Oh nö. Naja, doch, die brauchen wir ja, oder? Mhm. Ah, Mama! Oha, ihr Papa! Ich bin down. Danke. Vielleicht habe ich mich gerade zu sehr mit Mutti angelegt. Fand's jetzt nicht so toll. Papa ist down. Ja, Mutti ist hinter mir her. Die lässt mich halt einfach nicht die Runen holen. Die lässt mich einfach nicht die Ruhe? Die Runen down. Holen. Die Runen. Mama ist down. Wo sind die letzten? Unten, unten. Atombombe? Ne, maximale Munition. Shit. Endlich, ich hab keine. Es sind nicht alle unten. Da oben sind noch welche. Zwei Stück. Hi. Hi. Na, öfter hier? Ja. Wir sind fertig. Alter, auf den letzten 5 Sekunden. Tschüss. Papa, wir sind fertig. Oha. Oha. Oha! Alter Schwede! Kleine Miss Huhn. Warum? Hast du dich erschrocken? Reich. Morgen, by the way, spielen wir mit Schatzi, spielen wir morgen irgendwas mit Backdoor. Ein Horrorspiel. Inside the Backrooms. Backrooms.
Wird lustig. Und unanständig. Das ist auch. Schlumpf. Weiterhin. Hab's getan. Hä? Ich hab's getan. Was hast du getan? Ich hab Miguel angeschrieben. Ach so. Okay. Ich hab geschrieben, Miguel, wo bleibst du? Wo bist du heute verschollen? Ich hab Sehnsucht nach dir. Ja, damit kriegst du natürlich aus deinem Bunker rausgelockt. Solange er sich belästigt fühlt, ist alles okay. Fühlt er sich. Immer. Geil, ja. Ich würde immer mal mit belästigen. Ah, oh, geh weg, du Hexe. Da siehst du jetzt, was du belästigst. Wo war denn hier noch eine Schaufel? Ja? Nein, 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 Aufpasse hier. Madame. Aufpasse. Nee, nee, die Mama, die da rumgelaufen ist. Ach so. What? Doch, so, pass auf mal, hier stand, hier steht noch eine. Bei mir. Ach so. Bin auf mich. Bei Blau. Weiter, weiter. Ja, ich wollte gerade die Zombies ablösen. Bitte. Ah! Ich sehe halt jetzt tatsächlich einfach nicht ein, beide Waffen hochzuleveln, wenn ich nachher eh das Schild nehme. Ich sehe das gerade echt nicht ein. Dadurch, dass ich aus Dummheit die zweite Waffe hochgelevelt habe, anstatt meiner Hauptwaffe. Ich glaube nicht, dass du heute Schild kriegst, Schatz. Wieso? Weil es schon 21 Uhr. Ich will jetzt nicht als Spielverderber dastehen oder so, aber... Ja, ich weiß, alles gut. Affenbombe. Ich habe eine Antenne gefunden, ich bastel die mal dran. Ich habe eine Stahl. Das gefällt mir gar nicht. Nein. Ich habe nur Explos. So 10, 15 Stück. Und es werden gerade nicht weniger. Okay, sie sind weg. Alter Schwede. Ich habe die rote Kugel gefunden. Chaka. Ich weiß bloß nicht, wo sie hin will. Ich renne ihr hinterher. Was sind das? Ah, das sind ja nur Bum-Bum. Ja. Ist denn eine rote Kugel? Ach da, da oben. Bei der Antenne immer. Bonuspunkte. Bonuspunkte. Echt mal. Ja, was bist denn jetzt so? Wie bin ich denn? Ja, genau so bin ich. Ach so, na dann sag dann doch. Affenbombe. Ey, drei Dinger gemacht, einmal auf, zwei, nee, vier Teile ausgebuddelt. Ja, da ist Schrott drin. Du musst Schrott musst du aufsammeln. Das blaue Portal ist offen. Ja. Mittelpassaufstieg, 88. Kriegst du es noch hin? Nee. Ja. Ja, nee. Ja, weiß nicht, hab Angst. Ja, nein, vielleicht. Wenn du im Cold War noch die Battle Pass Booster hast, dann würde ich mich über deinen Account bei Cold War anmelden. Kannst du gerne tun. Und dann könnte ich deine
Battle Pass Booster benutzen. Kannst du gerne tun? Mhm. Wenn ich nicht schaffe, mein Gott, dann ist das doch nicht so wild. Wenn ich überlebe. Ja, du hast Geld dafür ausgegeben, oder? Nee. Nein? Nee. Die gehen seit Monaten mit den verdienten Coins hoch. Hast du jetzt schon genug Coins für den nächsten? Nein. Siehst du? Ja, aber Lodi hat gesagt, dass es sowieso keinen neuen gibt, weil der nächste wird dann für Warzone 2 sein. Also Modern Warfare 2. Oh, ernsthaft, ey. Ich sehe da keinen Sinn hinter, jedes Mal ein neues COD und dann gibt es für die alten COD keinen Battle Pass mehr. Tja. Was soll denn das für eine Kacke? Marketing nennt sich das, modernes Marketing. Marketing. Marketing? Marketing. Hehe, Marketing. Können wir das blaue Portal starten? Ellie? Jungs? Abfahrt? Nein. Okay, Papa meint nein. Okay. Doch, mach los. Und spring ein bisschen schnell, mit Zelt jetzt schnell, an. Schnell! Oh. Ich kann heute echt nicht lange am Computer sitzen. Warum? Weil jedes Mal der Auge anfängt zu brennen. Brauchst du ja nicht. Du musst hier nur noch bis 10 Uhr durchhalten. Dann mache ich ja auch aus. Passi macht auch aus. Dann machst du auch aus. Ich hab morgen auch einen Termin. Also. Süßer. Ich hab morgen wieder Frühdienst. Termine. Ja, bloß halt nicht so früh wie sonst. Ja. Ah, hier steht schon jemand. Ah, hier steht auch schon jemand. Ich gehe hier hinter. Du kannst dich auch zu zweit draufstellen, sind sie schnell abgearbeitet. Nee, ich meine Bruder leider habe ich teile nicht. Ach, ey. Wow. Jetzt los. Was ist jetzt geflogen? Mein Controller. Warum? Ich loslaufen will, zurückgebackt werde und dann durch die Hexe sterbe. Ja. Ja, in dem Modus eine Hexe haben ist schebeuert. Ja, ich merk's. Und ein Baba. Ein kleines Dreckspferd. Ich schwöre dir, du gehörst geschlachtet und verbrannt. Drei Papas? Dein Fleisch würden nicht mal die Schweine fressen. Ist noch ein Papa? Ja, einer? Jetzt fahr dann hinter mir. Wollt ihr mich flachsen, ja. Alter? Flachsen. Er hat mich runtergeschubst. Dankeschön. Kein Dankeschön. Oh, wir haben es beide gemacht, cool. Oh, das schaffen wir nicht, glaube ich. Es sind noch zu viele über. Ne, schaffen wir nicht. Dafür penetriert mich Fallern wieder zu sehr. Ach Gott, eine halbe. Wie viele sind's? 107. 107 geht da noch. Ach, 107 ist noch machbar. Ja. Vor allem, wenn sie alle vor dir spawnen. Erst recht nicht, wenn sie gleich noch hinter dir spawnen. Ich fahre die da gleich bei dem Portal an. Täuschgranate klärt. Aha, hier ist Fadern. Der reagiert leider nicht auf Täuschgranaten. Ja. Ich hab mich verlaufen. Dankeschön. Yeah.
So kann man es auch machen. Immer wenn Schatz down ist und irgendwie hinrennt, steht sie schon wieder. Siehst du wieder, was wir alles können? Mhm. La 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 la. Lass mich doch durch, ihr kleinen Breitarsch-Antilopen mit Herpes, Alter. Mit Herpes? Alter, ihr sammelt Geschlechtskrankheiten wie Treuepunkte bei Kaufland, ey. Ja, Papa, mach erst mal deine Dinger, bevor du hier modern wegholst. Gar kein Problem, diese. Haben wir ja schon. Ich mal. Hast du zwei Äffchenbomben? Was wer braucht? Nice. Nimm ich. Hier bei mir. Und ich werde zwar Schatz, was Krampel ist bestimmt bei den Zügen. Mhm. Schatz, bist du bei den Zügen? Ja. Und noch 50 Schrott. Man weiß halt immer, wo man mich findet, ne? Immer bei den Zügen. Mhm. Abfahrt. Oben sind da gar keine mehr. Das ist ja auch G-O-H-T. Ich will nicht hinten rein. Achso. Ne, blau, ne, rot. Hinterhin am Flugzeug. Beim Roten. Achso. Ja, an der Höllengrotte. Genau. Alter, was ist denn hier los, ey? Also gut besucht da oben, oder was? Ja. Ich muss jetzt schon in mal Munition hier oben nachgerufen, ne? Oh, Mama. Aha, hinter uns. So, vier gelbe Kristalle sind tot. Hi! Da haben wir gerade den Schrott. Geil, das hat. Also, das tut okay. Warte, Boot. Also, vier gelbe Kristalle habt ihr tot. Was? Waren ja nur vier, oder? Ja. Okay. Uff. Ich muss das zweite Mal Munition nachkaufen, ne? Das ist mir hier oben noch nie passiert. Uff. Aha. Hier war eben richtig Love Parade hier oben. Easy, Hammer. Auf Stacheldraht haben den letzten Drittel mitgeholfen. Easy. Ich hatte auch meine Affenbombe hingeworfen. Echt? Weil ich ja nicht mitgekriegt, dass du oben warst. Wenn auch dir, Dankeschön. Wir supporten jeden. Ja, ihr habt sie alle getötet, bevor meine Affenbombe überhaupt explodiert ist. Also habe ich rein gar nicht geholfen. Aber der Wille war da. Hier liegt noch eine Affenbombe. Ich hab's von Gefussis 4. Ui. Steckt an. Hast du schon Seiten gefunden? So, nee, habe ich noch nicht gefunden. Nee. Ich habe einen Indianer gezaubert. Was hast du jetzt? Was? Aber einen Indianer erstellt. Lol. Okay. Ich finde aber auch keine Häufchen heute. Irgendwie häufchenlose Zeit. Häufchen. Hallo.
Ah, ich hab diese Lila. Noch nö. Nö. Lass mich in Ruhe. Lass mich in. Och, jetzt leuchte ich wieder rot. Ich wollte doch nur buddeln. Dann wieder. Ja. Mensch. Ich wollte doch nur buddeln. Diese Enttäuschung in der Stimme. Ich habe eine Seite gefunden. Ich habe zwei Seiten gefunden. Ich habe Zombies gefunden. Juhu. Schreibst du mir nachher beim Guten Nacht sagen, Schatz, denn noch, wann ich morgen anrufen soll? Hatte ich dir doch vorhin schon gesagt. Zwischen 9:30 und 10:30. Ja. Ich verbuddel die Kackkugel wieder. Lohnt sich nicht. Nee, deswegen ja. Ich will ja aber nicht rot leuchten die ganze Zeit. Nicht. Nein, ich hab Knicklichter. Ich will kein Knicklicht sein. Aber du bist mein Knicklicht. Das sowieso, aber ich hier brauche ich kein Knicklicht sein. Yeah, was hat denn hier explodiert? Oh, was ich hat, bin voll reingerannt. Was hat denn hier explodiert? Okay. Affenbombe. Unser deutsches Generell heute on top, ne? Von allen aber. Welche Beste, ey. Voila, gut, diese. Gekauft bei Aldi, weißt du, 3,50 Geld, die Tute, hat sich gut getan, weißt du? 3,50? Ah, oh, bei Lidl war günstiger, 2 Euro. Ah, oha. Oha. Bei Penny manchmal ein Angebot, weißt du, 3 Stück für 4 Geld 80. Bruder, wir müssen verkaufen, Vorrat. Gott, wird schlecht bei dieser Sucherei hier, ne? Ich glaub, das wird nicht mit deinem Schildchen heute, du. Du hast doch schon gesagt, deswegen hat sie die Mumme wieder vergraben. Ja, die Mumme habe ich wieder vergraben, habe ich für das Schild. Ach, da kriegt man noch. Dafür brauchen wir die Karten. Ah, okay, okay. Und dann müssen wir hinten dem einen zuhören. Und dann öffnet sich ja das. Ich habe die dritte Karte. Und dann öffnet sich ja das. Dann öffnet sich ja das nächste Tor. Achso. Ich glaube, das Grüne müsste das gewesen sein dann, ne? Zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, ja. Dann habe ich nichts gesagt, dann verzeih meine Unwissenheit. Ja, alles gut. Ich habe eine Seite. Sehr gut. Dann haben wir alle vier, ne? Ja, wir haben alle vier Seiten. Das heißt, wir müssen jetzt nur mit drauf basteln. Genau, links, unten, oben, rechts. Oh, diese Punkte mal finden. Oder unten links. Also rechts war auf jeden Fall das letzte, oben war das dritte. Was? Unten, links. Warte mal, warte. Unten? Da. 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 Und unten wieder weg. Ah ja, dann habe ich es falsch rum, warte. Da muss sie da zuerst. Glaube ich. Da. Nein, warte mal. Hä? Er hat es immer eine andere Reihenfolge, oder wie? Kann sein, ja. Da. Rechts vielleicht? Sie hat sich ja ein pinkes Telefon an der Hüfte zu hängen. Du denkst dir sowas nie aus. Wo ist eigentlich Penny die ganze Zeit? Die ist so ruhig. Noch da. Aber rechts und links bleiben hängen. Okay, dann war's verkehrt. Dann muss rechts, links, oben, unten. Aua. Au. Du willst ihn in den Schneidersitz ziehen und raus sie erst mit Knie an der Tischkante kaputt. Ehre. Den könnt ihr diesmal haben. Oh, das ist eine Strahlenkanone unten. Bitte was? Was zur Hölle? Siehst du das? Was denn? Eine Strahlenkanone. Und ein Todbringer. Das war diesmal beides hier unten drin. Gönnt euch ruhig. Gönnt euch ruhig? Ja. Wie macht das? Piu-piu. So, jetzt müssen wir nur noch dem einen hinten zuhören, dann öffnet sich das nächste Tor. Gute Nacht.
Oder? Gute Nacht, schlaf schön. Pat, wenn du dich zu lange nicht bewegst, dann fliegst du aus der Lobby, ne? So mal zur Info. Schlaf doch. Aber ein bisschen. Du stehst bei mir einfach nur rum. Tatsächlich. Ich schlafe nicht weit, ich schlafe nur bloß ein Stückchen vor. Meine Sprüte, haha. Aber ich glaube, das wird heute wirklich nichts, Alter. Warte mal. Wollen wir einen Ausgang nehmen? Nee, alles gut. Und bei mir fangen nämlich langsam Nackenschmerzen an. Wenn die Scheiße langsam labern würden, ne? Ja. Ja, Schatz, bin ich jetzt wieder gelb. Ich habe ein paar Stacheldraht eingekraut. Du bist hier zur Zeit gelb, darauf achte ich schon. Guck mal, meine schönen Locken mal puff. Ha. So, der ist fertig mit Labern, du? Jetzt müsste eigentlich das Portal aufgehen. Ja, aber wo? Oder so war das der falsche, den wir angeguckt haben? Weil jetzt können wir immer noch zu Ernten reingehen. Da ist noch ein Stein, dann ist für den Portal auf. Diesmal eigentlich nicht erschrocken, Leute. Ich habe gerade auf den Chat geguckt. Na. Ich glaube, das war der Stein da. Aua. Das war aus Versehen. Ja, kann gut sein, weil jetzt ist auch kein anderes Portal mehr offen, wo wir durchgehen können. Schläft schon wieder. Währenddessen die Labern gehe ich eben Pipi. Aber hinsetzen. Hey, na? Na, du? Na, warum hast du keinen gelben Helm mehr? Weiß ich nicht, warum ist das Portal genau vor meinem Gesicht aufgeploppt? Guck mal, mein Stream, ich säge nur noch die Waffe von dir gerade. Bist du da drin? Hallo, kommst du da raus? Wir fahren noch nicht nach Narnia. Der Stream hatte bei mir extreme Verzögerungen. Der hat sich, glaube ich, umkompausiert. Ich bin da. Jetzt sehe ich's. Mama, siehst du mich? Nur die Waffe. Ich sehe dich von hinten. Haha. Da steht ein Ding raus. Was? Komm aus Narnia raus. Wir fahren heute nicht hin. Nö. Paddy. Bin da. Ich komme hier halt nicht mehr raus. Kenne ich, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Kenne ich, hatte ich gestern auch. So. Okay. Wie allein die Sprühzeit. wie besprochen, diese Dinger deffen. Da drin fangen wir an. A war es, ne? Der anfängt. Mhm. A oder C meistens. Ja, bei uns. Eigentlich. Eigentlich. Schatz ist komplett gelb, die sieht echt aus wie eine Biene. Ich bin eine Biene. Du wirst gepiept. Mhm. Bei denen sieht aus wie ein Union Jack. Der tropft so eklig. Was?
stimmt aber halt nicht. Aber ich kümmere mich drum. Ja, Mama auch. Aber ist down. Mama, kümmern wir uns aber gerade gemeinsam drum. Und Papa? Noch zwei Papas, okay? Ein Papa. Oh, ich bin gleich down, ich bin gleich down, 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 don't bring me down. Was down? C. C. Gott sei Dank habe ich flinke Füße. Ich auch. Munition geht nicht, kann ich kaufen. Okay. Sind ja drei Papas, wollt ihr mich verarschen? B. Aua. Hey. Ich muss nachladen. C. Ich bin runtergefallen. Bin down. Uff. Ich brauch nicht mehr. Alles gut, da. Ich weiß zwar nicht, wo ich den Schaden jetzt hergekriegt, aber gut. Aua, oh, der hat mich knapp und ich so. Hallo? Okay, das ist zu viel. Wir sind gut. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir keinen Schöpfkern verloren haben. Ja. Wir kein sind was? Richtig gut. Kein von den Kernen. Achso. Aha. Na schau, dann kriegst du wenigstens dein Schild noch. Ja. Ja. Aber wollen wir dann exfiltrieren oder? Ja, also ich war dafür. Und gut, dann scheiß auf das Schild, dann lass jetzt in die Exfiltration gehen. Aber du kannst ja das Schild holen zum Exfiltrieren. Wir stehen ja direkt davor. Go get it, girl. Wie das guckt, ne? Einmal wir fangen da dich. Landen. Wir fangen dich, komm runter. Wir fangen dich. Ja, ganz schön befangen, dieses Schild, oder? Na, komm runter. Nicht laut, ich trage ein kleiner Padawan. Mein Deutsch ist heute auch on point, ey. Deutsch ist heute... Meine Freundin. Hä? Bist du nicht mehr gay? Wer ist es? Hallo, kann ich einen Kamm kaufen? So, und jetzt exfiltrieren, oder? Ja. Ui, dann gehe ich mal starten. Ist eine wunderschöne Muni. Okay. Okay, let's go. Gespannt, wo wir heute hinrennen müssen.
Okay. Wohin? Wo ist dieses scheiß Portal? Ja, hab's gefunden. Ich lauf hin. Jo. Lassen Sie mich Arzt. Ich komm doch nicht lang. Ich aber. Andere Route. Geh doch da hoch. Hab's. Mann. Das ist kacke, ne? Mhm. Rosa. Ach, so schön. Wupp, wupp. Hurra. Ich bin ganz dicht hinter Frauchen. So schlecht war ich heute ja nicht. Nö. Oh, komm, auf den einen Punkt ist angekommen wegen 250. Wollen mich doch rollen. Wohin? Na, Buxtehude. Buxtehude? Heute brauchst du nicht Raiding Shots, heute machen wir einfach bloß aus. Okay. Mein Lied machen. Na, ist so. Sehr schön. Lodi, morgen ist Horror angesagt. Morgen? Fangen wir morgen 20 oder 19 Uhr an? Ich weiß nicht. 19 Uhr wäre wahrscheinlich besser. Morgen? 19 Uhr mit dem Spiel. Ich hab's schon wieder vergessen. Inside the Backrooms. Genau. Morgen 19 Uhr mit Passi, wenn er dazustoßen will. 2 Plätze haben wir noch frei. Seid da herzlich zu eingeladen. Ansonsten alles zu zugucken und gruseln, genau wie wir. Jetzt weiß ich auch, warum der Stream so geleckt hat. Der hat das Spiel updated im Hintergrund auf der Konsole. Oh. Fortnite und Kinder hat er runtergeladen. Da stecken wir uns noch offline. Off the line. Zack. Bams, boom, bam. So. Dann, vielen Dank für Zugucken. Schön, dass ihr dabei wart. Lodi, fühl dich gedrückt, falls du noch nicht eingeschlafen bist. Wir hören und stören uns morgen 19 Uhr mit Backrooms im Gruselspiel auf dem Shadow-PC. Wir hören und stören uns morgen und sagen heute mal spontan und ganz schnell auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.